Einen wunderschönen guten Abend und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hexen. So, Ton müsstet ihr mich schon hören und jetzt gehen wir mal rüber in den passenden Screen, damit ihr uns auch sehen könnt. Hallo und hoffentlich auch alle hören könnt und deswegen begrüße ich jetzt auch der Reihe nach wieder alle anwesenden Spielis. Ich fange heute mal mit dem Marcel an. Hallo Marcel, schön, dass du da bist. Hallo. Habt ihr das gehört? Gut, schreibt in den Chat, wenn ihr gehört habt. So, dann mache ich weiter mit dem Jan. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Und dann machen wir über dem Jan weiter mit der Sus, mit Vialo. Hallo, schön, dass du da bist. Wieso ist die über mir? Schönen guten Abend. Ist das Jan? Da gehöre ich hin. Nur Layout. Die Hackordnung. Nur Layout. Es gibt und das Layout bestimmt die Hackordnung. Es gibt innerhalb dieser Gruppe keine Hierarchie. Mhm. Schon wieder dieses fragile männliche Ego. Ja, klar. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die Carina auch gerade schon gehört habt. Hallo Carina, schön, dass du da bist. Hallo. So, ja, wir sind bei einer weiteren Folge von Hexen. Die Kampagne hat sich ja ein bisschen ausgeweitet und so weiter. Wir haben ein bisschen mehr Charakterspiel reingemacht. Und deswegen sind wir schon jetzt immer noch in Magdeburg. Und wir haben aufgehört beim letzten Mal mit der Planungsphase, was die Gruppe als nächstes vorhat. Das heißt, sie haben in ihrem Gasthaus gesessen und haben überlegt, wie sie jetzt weiter vorgehen. Und sie haben sich für den Klassiker entschieden. Sie würden sich gerne trennen. Und zwar in neuer Konstellation. Das hat Folgen, glaube ich. Und zwar gibt es eine Hälfte, die das Haus des dubiosen Arztes Pantalon in Augenschein nehmen möchte. Und es gibt die andere Hälfte der Gruppe, die die Markt auf dem Markt erstmal beobachten möchte und gucken möchte, ob es da irgendwas Obskures gibt und eventuell dann weiterschauen. Weil treffend analysiert wurde, dass egal, was sie dann später offen in dem Lager machen oder wenn sie ins Lager kommen, dann ja Folgen hat. Sprich, sie würden entsprechend nicht mehr ganz so heimlich vorgehen können. Gut, ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt im Chat und so weiter, dann könnt ihr natürlich auch Fragen stellen. Wir werden sie nur nicht alle beantworten oder wenige. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und wir gehen dann gleich mal rein. Und ich würde mal sagen, es bewegen sich ja beide Gruppen erstmal in der Stadt. Und zwar auch durchaus in Richtung Markt. Nur die, die zuerst an ihrem Ziel ankommen, sind Sus und Maximilian. Du wolltest mit zum Haus, wenn ich das noch richtig im Caprice und Caprice, Entschuldigung, Caprice. Caprice wollten und Maximilian wollten zum Haus des Doktors. Ich stelle mir das gerade so vor, dass immer, wenn Maximilian und Caprice zu sehen sind, so die Mission Impossible Musik im Hintergrund läuft und wenn Hagen und Marley zu sehen sind, kommt dann immer irgendwie so. Die Benny Hill Musik. Auch sehr schön. Okay. Ja, ihr kommt raus und die Straßen sind relativ voll. Es ist geschäftiges Treiben, ganz normaler Wochentag. Leute kommen raus aus dem Umland, bringen insbesondere die Bauern bringen Nahrung Richtung Markt. Handwerker sind unterwegs. Es sind auch viele Soldaten unterwegs, die teilweise sieht man ihnen an, dass sie im Dienst sind, weil sie sehr, sehr konzentriert sich bewegen und sehr kontrolliert. Andere schlendern mehr so ein bisschen. Und es sind für euren Geschmack sehr, sehr viele Menschen gefühlt. Und ihr nähert euch dem Marktplatz, beziehungsweise den äußeren Ringen um den Marktplatz, um den Dom. Und biegt ab in die Straße, wo das Haus des Seuchendoktors ist. Und auch dort ist noch relativ geschäftiges Treiben. Es ist so, dass nicht mehr ganz so viel los ist wie auf dem Hauptweg, aber immer noch einige Bedienstete, aber auch ein paar Handwerker und so weiter unterwegs sind. Das scheint eine Straße zu sein, in der auch primär Handwerker oder Händler bessere leben. Und das Haus des Doktors
ist, wie die meisten Häuser in dieser Straße, hat eine etwas ältere Substanz, hat aber ein paar Umbauten wohl auch erlebt. Das heißt, es hat unten ein Steinfundament, ein ganz so unteres Stockwerk ist mit schweren grauen Steinen versehen. Und es gibt aber einen über dieses Fundament hinausragenden Fachwerkteil, der also in die Straße reinreicht, also noch im alten Stil ist, wo die Grundfläche des Hauses berechnet wurde und man das dann sehr schön umgangen hat, indem man die oberen Stockwerke immer weiter ausladend gebaut hat. Und das sieht man auch, dass es eben bei älteren Häusern hier noch so, die neueren Häuser sind alle geradlinig gebaut, damit es da auch weniger Brandrisiko gibt. Auch das hat man im Krieg sehr brutal gelernt, dass diese sich immer näher kommenden Häuser ein großes Brandrisiko sind. So, wie geht ihr vor? Was macht ihr? Ich würde da erstmal. So, nach dir. Schießt ihr über mir. Danke. Wie es gehört. Ich würde erstmal die Straße entspannt langschlendern, würde mir auch mal die nebenstehenden Häuser anschauen und wie nah die an dieses Haus rankommen, ob da irgendwelche Fenster oder Dächer besonders nah aneinander dran sind. Und wie so geschäftig treibend die Leute aussehen und ob ich das Gefühl habe, ich kann noch von anderen Seiten an dieses Haus ran. Also gibt es eine Gasse dahinter, gibt es einen kleinen Garten oder sowas. Und da einfach mal lang schlendern. Ich möchte auch anmerken, dass ich wieder praktisch meine Verkleidung als junger Bursche anhabe mit Hose und Hut und Haare weg. Mhm. Okay. Maximilian, schlenderst du einfach mit oder? Ich bleibe erst vor der Tür stehen, in dem alten Instinkt, Tür eintreten und Stadtgarde rufen. Dann fällt mir auf, nein, das ist wahrscheinlich hier nicht angebracht und ich orientiere mich an der Fachfrau für Einbruchsfragen und schlendere dann nach kurzem Innehalten irgendwie hinterher. Was ich aber gerne tun würde, wäre, wenn da unten Fenster sind, einen Blick in die Fenster werfen, ob da irgendwo Bewegung oder Licht zu sehen ist, denn je nachdem, wie dunkel die Gasse ist, braucht man vielleicht auch schon tagsüber Licht. Und auch die Frage, inwiefern da sozusagen von anderer Seite als von der Vorderseite drauf hin da reingekommen sein kann. Also gibt es irgendwo eine Seitengasse, gibt ja auch zwischen Fachwerkhäusern so Zwischenwege, die in so einen Hinterhof führen. Da würde ich auch drauf schauen. Aber als erstes würde ich mal gerne schauen, inwieweit Bewegung im Haus zu sehen ist. Also da ich eh kurz stehen bleibe, gucke ich das und dann laufe ich weiter. Also was ihr beide sofort erkennt, ist, es ist ein besseres Haus. Es hat Bleiglasfenster. Der obere Teil ist zwar Fachwerk, auch nicht überall gut im Schuss, vor allem nicht an der Seite. Es gibt eine Seite, die ist sichtbar, die andere ist an ein anderes Haus angebaut, also wirklich als komplette Zeile. Die sichtbare Zeile ist da, wo auch ein Durchgang in den Hinterhof oder Innenhof oder sowas ist. So ein klassischer Bedienstetentür ist auch davor, also so ein fast schon Holzverschlagtür. Und die hattet ihr ja auch schon gesehen. Und da ist es, da kann man auch an der Hauswand hoch sehen und sieht eben, es gibt auch in den oberen Stockwerk durchaus eine Reihe von Fenstern und auch die sind mit Bleiglas versehen. Caprice, du denkst, ja, man könnte das sicherlich hochklettern, auch gerade an diesem Engpass, auch mit der anderen Hauswand. Es ist auch nicht jetzt so hell zwischen den Häusern, das liegt einfach an der Stadtstruktur, aber es wäre trotzdem so, dass man würde dich sehen, wenn du es tagsüber tun würdest. In den Hinterhof selber könnt ihr nicht reinschauen. Das, was den Blick in die Fenster angeht, die sind verhangen, aber ihr könnt beide so aus dem Augenwinkel sehen, dass im oberen Stockwerk hinter dem Vorhang Bewegung ist. Und zwar seht ihr das anhand dessen, dass dort oben Licht offensichtlich irgendeine Lichtquelle ist und Schatten zu sehen sind, die an dem Vorhang sich vorbei bewegen. Würdest du die Hände in die Hosentaschen stecken und neben Maximilian herlaufen? Scheint, als ob die Zeit noch nicht günstig ist. Warten oder weglocken? Ich würde erstmal noch einen kleinen Spaziergang in die nächste Straße reinmachen.
Und dann suchen wir uns vielleicht Handbrot oder sonst irgendwas und warten darauf, ob vielleicht sich in den nächsten ein, zwei Stunden jemand aus diesem Haus rausbewegt. Warten also. Gut. Observieren. Kann ich. Gut. Wir schwenken die Kamera auf die anderen beiden Heldinnen unserer Gruppe, auf den Hagen und die Mali. Ja, ihr nähert euch dem Marktplatz. Wie macht ihr das? Und habt ihr irgendwelche besonderen Vorkehrungen getroffen? Du weißt, mit wem du redest. Also Mali ist super motiviert auf ihrer geheimen Mission, deswegen latscht sie mit riesen Schritten einfach los und zieht Hagen so am Hemdärmel hinter sich her, einfach direkt auf diesen Marktplatz. Mhm. Und dann, wenn sie da sind, dann siehst du, wie sie anfängt zu... Man sieht, wie sie anfängt zu überlegen und das dauert einen Moment, da steht sie da so ein bisschen... Und dann guckt sie so ganz betreten zu Hagen. Hagen, ich habe meinen Codename vergessen. Vanessa, Jessica, Regina. Irgendwas in der Richtung. Ich bin übrigens Hagen. Ah, okay. Deinen kann ich mir irgendwie gut merken. Tja, liegt auch an meiner Visage. Grundsätzlich erfolgreich ist. Okay, gut. Ist ja auch egal. Ich denke mir dann einfach spontan einen Namen aus. Kein Problem, ich bin ja spontan. Also, was machen wir jetzt? Ich dachte, du wüsstest das. Ach so. Wir wollten doch eine Markt, es ging um eine Markt aus Magdeburg. Auf dem Markt. Auf dem Markt. In Magdeburg. Der Markt. Ich glaube, hier gibt es aber viele Mägde. Das mag ich. Also Wortspieltechnisch mal ganz weit vorne. Okay, ja. Okay. Magst du also, das, Jan? Also, wir müssen diese Markt finden. Aber wie sind wir dafür auf den Markt gegangen? Ich glaube, was Mägde angeht, hast du von uns beiden im Moment die Nase vorn. Das stimmt. Aber ich kenne die andere Magd ja gar nicht. Wie soll ich sie denn erkennen? Ich glaube, da muss der Spielleiter mal... Moment, das ist nicht richtig. Du hast eine optische Vorstellung davon. Und zwar war das ja die ältere Magd, die ihr in der Kirche gesehen habt, die in das Haus des Doktors gegangen ist. Oh, ja, Entschuldigung. Silbrige Haare schon. Okay, ja, okay, Hagen. Ich habe gerade das Gefühl, als hätte eine innere Stimme zu mir gesprochen. Auf einmal weiß ich wieder, wie sie aussieht. Silbrige Haare und so. Wir durchsuchen jetzt diesen Markt, aber wir müssen unauffällig sein. Okay, kannst du ein Lied pfeifen? Na klar. Dann mach du das. Ein Regimentslied. Ja, du pfeifst ein Lied und ich sehe mich um. Das ist super unauffällig. Und wir laufen einfach über den Markt. Gut, ich möchte jetzt vom Spielleiter wissen, wie viele Mägde mit grauen Haaren in Magdeburg auf dem Markt sind. Also nach dem ersten Rundgang, in dem du ein bisschen rumtrellerst und ein durchaus auch freundliches Nicken des einen oder anderen Soldaten, der auch auf dem Markt unterwegs ist, bekommst und so ein paar, die offensichtlich auch eben das Lied erkennen, also man grüßt sich dann. Habt ihr so beide den Eindruck, es gibt dann doch durchaus ein paar mehr ältere Mägde. Zum einen erkennt man nicht bei allen die Haare, weil sie eine Haube tragen und die Haare hinten zusammengebunden sind.
Aber es gibt auch ein paar, bei denen man die Haare noch erkennen kann. Und es gibt durchaus ein paar mehr, eben auch schon mit silbernen oder grausilbernen Haaren. Was auch nicht ungewöhnlich ist, weil durch den Krieg und durch die ganzen Folgen des Krieges und so weiter, die Leute eben sehr lange auch im Marktdienst und so weiter bleiben. Und es eben sehr viele unverheiratete Frauen auch einfach gab. Und die deswegen nicht aus dem Marktdienst irgendwie als Bäuerin dann irgendwann geheiratet haben oder sonst irgendwie, sondern weiter als Markt tätig waren. So, aber wie der Zufall es so will, nach circa einer halben Stunde über den Markt schlendern, bist du, Mali, dir ganz, ganz sicher, dass da vorne am Stand, wo es Äpfel gibt, das ist die Magd, die ihr in der Kirche gesehen habt und die auch in dem Haus verschwunden ist, das wohl dem Doktor gehört. Ich höre dich nicht. Hast du dein Mikro? Ja, sorry. Ja, gut. Dann mache ich so richtig so im Laufen diesen super dummen Move, wenn man so jemanden sieht und dann so dem Gehpartner so voll die Hand vor die Brust haut bei Hagen. Guck mal da! Das ist die. Das ist sehr erfreulich. Mir fallen nämlich keine Regimentslieder mehr ein, die ich hier noch pfeifen könnte. Du kannst wieder von vorne anfangen. Okay, Hagen, wir wissen jetzt, dass da die Magd ist. Wir wollten die irgendwas fragen oder sollten wir sie beschatten? Ich habe eine grandiose Idee. Hagen, geh doch mal dahin, kauf einen Apfel und komm wieder zurück. Und dann sagst du mir alles, was du in der Zeit von den Personen am Apfelstand gehört hast. Was? Ich drück dir das Geld in. Hier, ich gib's dir aus. Ja, das ist Undercover-Arbeit. Mädchen, einen Apfel kann ich mir noch selber leisten. Aber was soll ich denn den Apfelverkäufer fragen? Du sollst ihn gar nichts fragen. Du sollst zuhören, ob die Magd etwas sagt. Ach, die Magd kauft auch gerade einen Apfel. Ja, genau. Gut. Ich nehme das Geld. Ich schlendere dahin, grüße nochmal ab und zu irgendwelche Soldaten, die da rumlaufen. Und dann kaufe ich mir einen Apfel. Mhm. Ja. Also das ist im Prinzip ein Bauernstand, die offensichtlich viel Obst und so weiter verkaufen, primär Äpfel. Und was du mitbekommst, also du suchst ja einen schönen, guten Apfel aus, sieht auch wirklich gut aus. Und eine sehr junge Magd oder die Tochter von dem Bauern oder sowas nimmt auch deinen Groschen. Und was du hörst und mitbekommst, ist, die Magd ist offensichtlich gerade mit dem Bauern selber dran, zu verhandeln über das schon etwas angedätschte Obst, was sie für das Lager abholen möchte und wie viel das jetzt kosten wird. Und du siehst auch, dass da ein kleiner Korb ist mit Äpfeln, die alle irgendwie deutliche Druckstellen haben, schon ein bisschen angefault sind und so weiter und so weiter. Und die falschen, ganz klassisch. Und der Bauer ist dann auch so dieses, ach Frau Müller, ich kann Ihnen jetzt wirklich nicht, also das ist jetzt wirklich das letzte Angebot. Günstiger kann ich nicht, weil dann kriege ich mehr von Bauern oder von dem Militär, die das an die Pferde verfüttern. Und die Frau Müller offensichtlich gibt dann klein bei, holt ein Portemonnaie, ein richtiges Portemonnaie raus und holt da die entsprechenden Münzen raus und zahlt die und nimmt den Korb mit und geht. Dann würde ich mal meinen Apfel nehmen, reinbeißen und mich irgendwie so ganz aus Versehen in ihre Richtung bewegen, sodass wir, wenn sie sich umdreht mit ihrer Kiste, wir so frontal zusammenprallen. Jetzt nicht, dass wir beide umfallen, aber so boing. Mhm. Oh,
Entschuldigt bitte. Das, nein, entschuldigen Sie mich. Ich war wohl mit den Gedanken woanders. Ich hoffe, Ihnen ist nichts passiert. Sie guckt so an dir runter, ob sie dich irgendwie dreckig gemacht hat oder sonst irgendwas. Nein. Die alte Kriegsverletzung hier und ich schlage so auf mein Bein. Das ist schon vorher passiert. Kann ich Ihnen gerne erzählen, die Geschichte. Und ich gucke währenddessen mal so, wo ist eigentlich Mali? So als du dein Manöver begonnen hast, bin ich dann sofort auch in die Richtung geeilt. Mhm. Und wenn ich ankomme, dann sage ich direkt, Hagen, jetzt hast du diese nette Dame hier total angerempelt. Ach, das tut mir aber so leid. Das tut mir wirklich leid. Vielleicht können wir ihnen ja helfen. Dieser Korb sieht wirklich schwer aus. Sollen wir nicht vielleicht ihnen helfen, diesen Korb einfach nach Hause zu tragen? Oder müssen die noch mehr Einkäufe machen? Mein Freund Hagen, er ist so ein Tollpatsch. Aber er meint es nicht so. Er ist wirklich ein ganz lieber Kerl. Nein. Also, es ist wirklich nichts passiert. Und solange Ihnen nichts passiert ist, mir geht es gut. Und der Korb ist auch überhaupt nicht schwer. Ich trage jeden Tag solche Sachen. Und das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Aber ich muss jetzt, sie überlegt kurz. Und sie bleibt wirklich so ganz kurz stocken im Satz. So, ich muss jetzt eh raus zum Lager, die Vorräte rausbringen. Von daher vielen Dank für das Angebot und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und sie scheint, und das merkt ihr auch, da müsst ihr gar keinen Wurf für machen, das merkt ihr automatisch, sie scheint ein bisschen nervös zu sein. Also das Ganze scheint sie etwas irritiert zu haben. Ach, Entschuldigung, eine Frage noch. Habe ich sie nicht beim Gottesdienst in der Kirche gesehen? Sie war ja schon so am Weggehen und dann sie guckt so zurück in deine Richtung, versucht sich zu erinnern, aber scheint so, das kann sein, ich bin ja regelmäßig in der Kirche. Ah ja, na gut, dann sehen wir uns ja in der nächsten Messe bestimmt wieder. Nochmal Entschuldigung. Entschuldigung. Und sie wuselt davon. Meanwhile, 4 Straßen weiter. Ihr zieht euch zurück, also ihr lauft die Straße noch ein bisschen weiter runter, wieder zurück. Das fällt auch gar nicht groß auf. Also es ist so geschäftiges Treiben, dass ihr weder auffallt durch die Art und Weise, was ihr da tut, noch wie ihr irgendwie gekleidet seid oder sonst irgendwas. Aber ihr dürft beide mal einen Erkennenwurf machen oder einen Aufmerksamkeitswurf, ob ihr irgendwie den Eindruck habt, dass ihr beobachtet wird oder dass ob euch jemand beobachtet. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das mit dem Würfeln diesmal besser klappt als beim letzten Mal. 1. Ja. Das 2. ist zumindest schon mal ein Erfolg. 2. Sehr gut. Okay, also ihr habt beide den Eindruck, dass niemand euch irgendwie beobachtet. Im Gegenteil, also wirklich so dieses, jeder geht seinem Tagwerk nach und ist auf das konzentriert, was er tut und auch etwas sehr Typisches auch für die Zeit, auch in der Stadt gerade, wo sich das so anfing mit dem Durchmischen auch der Stände und allem drum und dran, dass sehr wenig Aufmerksamkeit nach rechts und links, sondern ein immer sehr gerader Blick eigentlich herrscht, im Sinne von, ich kümmere mich um mein Werk und ich will gar nicht jemand falsch angucken oder sowas, weil das könnte ja Folgen haben. Und ihr entdeckt so eine schöne kleine Seitennische, das ist keine richtige Straße, sondern mehr so ein Weg zwischen Häusern zur nächsten Straße. Also nicht keine Wagenbreite, aber da kann man gut reingehen, um zum einen mal zu gucken, ob irgendwie man in die Hinterhöfe kommen kann, zum anderen aber auch aus dieser Richtung heraus das Haus ganz gut beobachten, weil die ist nicht so häufig frequentiert, eigentlich nur von ein paar Dienstboten, die da lang gehen. Also die wird auch von Bürgern und von Handwerkern und Händlern und so weiter nicht benutzt, die Straße, sondern das scheint ein klassischer Dienstbotenweg zu sein. Das heißt, wir sind jetzt gegenüber von dem Haus? Ja, das ist ein schräg. Nee, ja. das ist auf derselben Seite wie das Haus, aber die Straßen machen ja einen Bogen. Ja.
einen leichten. Und das geht sozusagen zur nächsten Parallelstraße hinter. Das heißt, wenn man die Straße, ja, es gibt auch einen Gang aus der Straße zwischen den Häuserblöcken sozusagen in den Hinterhofbereich. Das ist dann zum Beispiel was, wo auch schwerere Sachen in den, auf die hinteren Seiten der Häuser gebracht werden können. Okay. Ja, dann schauen wir uns doch mal um, ob das zu dem Haus auch führt, oder? Also ob da, ob man von da aus in den Hinterhof reinkommt, beziehungsweise was man so von hinten an dem Haus sieht und slash hört. Wenn man jetzt nicht mehr auf der Straße ist, kann man ja auch mal versuchen zu hören, ob es da irgendwas gibt. Ich würde auch mal auf die Gespräche horchen, die die Bediensteten vielleicht führen, während sie an uns vorbeilaufen. Oder halt genau dieses Gucken nach dem Hinterhof und ob man da irgendwie reinkommt, wo möglichst wenig Leute vorbeilaufen. Also was ihr seht, ist, es gibt zwischen den Häusern im Prinzip so wirklich eine Verschlagwand. Da ist so ein Tor drauf und das ist, da würde man auch vermutlich in einer stillen Minute das Tor entweder öffnen können oder vielleicht sogar drüber kommen. Und ansonsten zu dieser Straße hin sind ganz wenig Fenster. Also es wird aus allen Häusern im Prinzip nicht groß irgendwie in diese Richtung beobachtet. Ihr könnt aber, und das ist das Einzige, ihr könnt das eigentliche Haus vom Doktor von der Straße aus nicht richtig sehen. Das heißt, dieser ganze Hinterhofsbereich bezieht sich auf die ganzen Häuser in der Straße. Sprich, ihr werdet vermutlich, müsst nochmal zwei Häuser weiter in diesem Hinterhofbereich. Ja, die dann. Durch. Ja. Sollen wir... Zum einen, als wir vorbeigegangen sind, war bei diesem Bediensteteneingang neben dem Haus, war da ein Schloss irgendwie sichtbar davor? Weil das ist ja nicht notwendigerweise so, dass das abgeschlossen sein muss. Nö, das war einfach ein klassischer Heberegel. Genau. Das heißt, man könnte da auch reinmarschieren im Zweifelsfall. Könntest du vielleicht einmal kurz vorne stehen bleiben, um zu gucken, ob der Herr Doktor irgendwann geht? Und ich schaue mir das hinten dran mal an. Spitzenplan. Perfekt. Gut. Ich lehne mich dann an den Eingang der Gasse sozusagen so ein bisschen, kau auf was immer wir haben, worauf man rumkauen kann, ein bisschen rum und schaue Richtung Haus und höre Richtung Hinterhof, so dass, falls irgendwie größere Commotion, Schreie, Hühnergegacker oder Kampfeslärm kommt, ich einschreiten kann. Schüsse, garantiert. okay, du stehst keine zwei Minuten, als die Tür des Hauses des Doktors aufgeht. Und du siehst den Doktor rauskommen und einen älteren Mann, der offensichtlich hinkt. Ein bisschen bulligere Gestalt und die noch irgendwas sagen zu irgendjemandem, der im Haus ist. Und dann rausgehen. Und das, was du an dem Doktor sofort dir auffällt, ist, dass er ist komplett in Schwarz gekleidet, er hat einen schweren Mantel an und so weiter und du siehst auch schon, und das ist etwas, was du auch schon an anderen Stellen gesehen hast, er hat eine Tasche dabei und an der Tasche dran ist so eine Seuchenmaske gemacht. Schnabel. Der Schnabel, genau. Und die bewegen sich dem hinkenden Mann entsprechend langsam Richtung Hauptweg und du siehst sie dann auch abbiegen in Richtung Stadttor. Und als sie an dem Hauptweg ankommen, begegnen sie dort einer Magd mit einem Korb. Und sie reden kurz miteinander und die Magd dreht daraufhin nochmal um in Richtung Markt. Okay. Also die Markt geht nochmal zurück in Richtung Markt. Das sieht übrigens auch ihr. Mali und Hagen, ihr folgt der Markt unauffällig und seht dann, wie sie offensichtlich den Doktor trifft, die sich kurz unterhalten und die Markt nochmal in Richtung Markt zurückgeht. Daraufhin haben wir Hagen verloren. Hagen hat sich gerade versteckt. Hallo. Genau.
Lost in Crowd. Hagen ist eins geworden mit der Menschenmasse auf der Straße. So. Meanwhile, Caprice, was machst du in der Seitenstraße? Ich gucke mir mal die Verzweigung von den Hinterhöfen an und ich bin ja nicht zum ersten Mal in so einer Mission unterwegs und ich würde gerne für mich von meinem Verständnis her die besten Wege suchen, um in dieses Haus und in diesen Hinterhof einzusteigen. Also von dieser Seite aus, also im Prinzip das große Tor zu öffnen, dürfte überhaupt kein Problem sein. Das ist nämlich nicht wirklich gesichert. Also das kannst du einfach öffnen. Und wenn das so ein bisschen ist wie in anderen Städten, also wie in Brügge oder so, wo du schon unterwegs warst, dann wird es zwar Abtrennungen geben zwischen den Hinterhöfen, zwischen den Häusern, die so ein bisschen das eingrenzen, welcher Bereich zu welchem Haus gehört, aber es sollte einen ohne Probleme eben halt auch einen Durchgang geben zu dem Haus von dem Doktor. Und es ist vermutlich genauso leicht, als wenn du vorne über die Straße durch den Dienstboteneingang reingehst. Nur hier sieht dich weniger Leute. Das Haus selber müsstest du dann von hinten anschauen, wie du da reinkommen könntest. Aber das fällt dir auch auf, die Häuser hinten sind auf der Rückseite alle hier deutlich weniger in guten Zustand als zur Vorderseite hin. Also klassisches Keeping up appearances, nach vorne hin alles hui. Hinten sieht es ein bisschen baufälliger aus. Das heißt, du könntest vermutlich auch ohne Probleme in den ersten Stock klettern. Vielleicht sogar in den zweiten Stock, wenn es gut läuft. Okay. Dann würde ich mir das alles mal merken und würde einmal zurücklaufen, den Weg und zu Maximilian kurz zurück. Mich so neben ihn so an die Wand lehnen. Na, Doktor ist gegangen, aber da ist noch jemand im Haus. Wollen wir mal rausfinden, wer es ist? Du, ich habe gehört, dein Knie tut in letzter Zeit ziemlich stark weh. Ja, ich habe so ein Zipperlein schon länger, aber jetzt im Moment ist es wieder arg. Ich gehe mal schauen, ob der Doktor da ist. Viel Erfolg. Gut, ich stapfe dahin, klopfe an die Tür. Es passiert erstmal nichts und dann siehst du, wie Bewegung, also du hast neben der Tür ein kleines Bleiglasfenster und du siehst auch eine Bewegung dahinter und dann wird dieses kleine Fenster aufgemacht und ein, ja, du würdest mal sagen, so 20-jähriger Knecht guckt so raus. Ja? Ah, ist der Doktor da? Nee, der ist draußen im Lager. Ah, er hat gesagt, ich soll kommen, wenn es wieder wehtut. Ist er schon lang weg? Er ist vor 10 Minuten losgegangen. Ah, da ist er noch. Vielleicht erreichen sie ihn noch auf dem Weg. Ja, ich kann nicht so gut rennen, aber du bist doch ein gesunder Bursche. Kannst du ihn nicht vielleicht holen gehen? Soll auch dein Schaden nicht sein. Ich darf das Haus nicht verlassen. Was? Warum? Ich guck ihn so an. Bist du krank? Nein. Guck ein bisschen rein ins Fenster. er schließt das Fenster, soweit es geht, um noch mit dir zu reden. Also es ist ja wirklich nur so groß. Aber so nach dem Motto, ich glaube auch nicht, dass sie das was angeht. Und also sie können gerne versuchen, den Doktor einzuholen, aber ich kann ihnen nicht helfen. Und er schließt das Fenster wieder. Das ist ja ein Ding. Beim Reinsehen, also okay, habe ich ein bisschen mehr von ihm gesehen. Also ist er angezogen wie ein Dienstbote oder ist er angezogen wie, keine Ahnung, er hat nur eine Krankenkittel an oder? Er ist nicht angezogen wie ein klassischer Knecht oder Dienstbote, sondern du würdest eher sagen wie ein Handwerker eigentlich. Und er hatte, das ist dir dann auch aufgefallen, so eine relativ dicke Lederschürze an. Und das hast du auch schon mal gesehen. Und zwar wird das häufig bei irgendwelchen alchemistischen Sachen verwendet,
wenn irgendwie Sachen gemischt werden, aus Schutz vor Kleidung, falls irgendwelch was Ätzendes oder sonst irgendwas auf Kleidung gehen würde. Okay. Gut, dann marschiere ich erstmal zurück und erstatte Mali Bericht. Caprice. Schwierig mit Leuten im Haus. Am Tag. Ja, wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Ne? Es ist ein Unterschied zwischen einfach und dumm. Definitiv. Bei Leuten einzusteigen, die weder schlafen noch nicht im Haus sind, ist Risiko. Sehr stark erhöhtes Risiko. Ja. Soll ich ihn wegboxen? Ich glaube, das wäre sehr auffällig. Lass mich kurz überlegen. Kann ich irgendwas mit Schlafen machen oder so? Irgendwie einschläfern, schnell. Steht ihr genau noch vorne an der Straße? Also könnt ihr das Haus noch sehen? Ja. Ihr seht, wie ein anderer, etwas jüngerer Mann auf das Haus zukommt. Der hat offensichtlich eine Kiste, eine Holzkiste trägt der. Und der geht zielstrebig zum Dienstboteneingang nach hinten. Ich beobachte ihn. Wie sieht der? Läuft er da einfach durch? Der sieht auch genauso nicht wie ein, also der läuft einfach nach hinten durch. Also vorne macht den Riegel hoch, läuft an diesem kleinen Weg lang, also schließt die Tür hinter sich und verschwindet dann. Und auch da würdest du sagen, klamottentechnisch eher wie ein bisschen heruntergekommener Handwerker, also nicht wirklich gut. Das ist doch hier eine ganz faule Nummer, das sind doch keine Doktorassistenten. Jetzt sind es schon zwei. Ah, gut. Wer weiß, wie viele da noch drin sind. Aber also mit einem würde ich... Da stimmt was nicht, oder? Also ich meine, das ist nicht normal. Kommt drauf an, man kann immer noch Lehrlinge haben, die halt die Tinkturen zusammenmischen, wenn man nicht da ist, die einfachen Sachen. Trotzdem ist es, glaube ich, im Moment nicht der richtige Zeitpunkt, um da einzusteigen. Mit zwei Männern drinnen. Paul, könnte man befragen. Und dann kennen sie dein... Befragen. Und dann kennen sie dein Gesicht und wir wissen nicht, ob es bei den Zweien bleibt, ob im Haus nicht noch mehr sind. Das wäre jetzt der Moment, wo man normalerweise das Haus anzündet, damit die rauslaufen, aber brennende Scheunen dürfen wir noch nicht. Ich glaube, das würde eher Beweise vernichten. Also entweder kriegen wir die zwei Burschen da raus oder wir warten, bis die Nacht einbricht und die, nur der Doktor hoffentlich drin ist. Ja, oder die, wenn die beiden da wohnen, dann Pech. Tür hinten, das Tor zum Hinterhofbereich geht auf. Hier ist ja was los. Und der junge Mann, der zuletzt gekommen ist mit der Kiste, und ein anderer, dritter, kommen da raus und tragen beide Kisten. Die sehen auch ein bisschen schwerer aus. Und gehen so in eure Richtung mit den Kisten an euch vorbei. Kann man an den Kisten irgendwas erkennen, was drin ist? Kann man an ihnen irgendwas erkennen? Riecht man vielleicht irgendwas? Keine Ahnung. Macht beide... Leichengeruch. Gute Frage. Ihr macht beide mal einen Erkennenwurf. Jo. Zwei. Drei. Okay. Also, erstmal, also das, den einen hattet ihr ja vorher noch nicht gesehen. Auch den trifft zu, dass seine Kleidung nicht so einen guten Zustand hat und so weiter. Aber was ihr bei dem erkennt, ist, das war garantiert mal kein Handwerk oder sowas, sondern der hat eigentlich geistlichen Klamotten an. Also sowas wie ein Feldkaplan. Okay. Aber überhaupt nicht gepflegt oder sonst irgendwas. Der sieht auch nicht so aus, wenn man mal ehrlich ist. Und was sehr auffällig ist, er hat ein paar sehr viele Warzen.
im Gesicht. Also es ist eher für einen jungen Mann auch recht hässlich. Okay. Und was noch auffällig ist, also beide Kisten sind verschlossen. Das Einzige, was du vor allem hörst, Max, ist, da klappert was drin. Also Glas auf Glas. Glasflaschen. Genau. Und geruchstechnisch habt ihr gar keinen Eindruck, aber das, was ihr beide hört, sind Gesprächsfetzen. Als sie nämlich vorbeigehen, die flüstern miteinander, aber sie reden. Und das, was ihr mitbekommt, ist, also so ein Halbsatz, der im Prinzip sowas heißen müsste wie: Hoffen wir, dass Pantalons Mittel wirkt. Mhm. Und ein anderer Satz, das ist da dann aber schon, da sind sie dann schon 3 Meter weiter, ist noch so dieses, naja, die Mauern der Stadt wirken halt schon wie so ein Kerker. Mhm. Und dann sind sie aber auch schon auf der Straße weg und in der Menge verschwunden. Wollt ihr ihnen folgen? Oder wollt ihr jetzt das Haus? Das Haus, wenn wir jetzt nur beobachten, also brauchen wir keine 2 Leute. Geh du doch hinterher vielleicht. Gut. Und ich würde hinterher schlendern, so ganz entspannt mal hier, mal da gucken und den Herren heimlich durch die Menge folgen. Mhm. Okay. Gut. Meanwhile, Hagen und Marley. Die Magd dreht um, läuft in eure Richtung, erkennt euch auch beide sofort wieder und nickt, macht aber einen Bogen und geht zielstrebig auf den Markt, um offensichtlich zu einem anderen Stand zu gehen und noch was zu holen. Ja gut, also tendenziell hätte ich eh gesagt, dass ich wäre eigentlich eher auf dem Markt geblieben, aber jetzt sind wir ja scheinbar hinterhergegangen. Jetzt können wir ja nicht wieder zurückgehen auf den Markt. Das wird ja jetzt sehr auffällig. Doch, das geht. Meinst du, Hagen? Ich glaube schon. Also, ich kenne den Weg. Okay. So unauffällig, wie wir sind. Schau uns doch mal an. Also, wir sind doch harmlos. Hagen, ich glaube, du unterschätzt, was für ein Exempel von einem Mann du doch bist. Was für eine herausragende Statur du hast. Ich weiß nicht. Wir sollten vielleicht etwas vorsichtiger sein. Danke, das ist sehr lieb von dir, das zu sagen. Aber was machen wir denn jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Also wir sollten die Markt weiter beschatten. Aber wie sollen wir sie beschatten, wenn wir nicht zurück auf den Markt können? Ich weiß es doch auch nicht. Gibt es denn hier irgendwo eine Kneipe? Mehrere. Es gibt auch auf dem Markt üblich hier einen Marktausschank, also wo man auch ein Stück Brot mit Wurst und wo man auch ein Bier trinken kann. Das ist hier offensichtlich auch üblich, dass man auf dem Markt sowas wie einen direkten Ausschank hat, wo Leute eben was essen und trinken können. Das okay. Ist, Sorry. Das klingt Hagen, gut. Ich weiß, was wir machen. Einer von uns geht zum Markt zurück und holt sich was zu trinken und beobachtet, was die Magd dort macht. Die andere Person wartet hier und verfolgt sie dann, falls sie jetzt doch noch zum Lager geht. So sind wir nicht ganz so auffällig. Gut, wer macht was? Was willst du machen? Ich gehe was trinken. Scheiße. Warum frag ich? Es war doch offensichtlich, dass wenn man Hagen fragt, ob er was trinken will, dass er was trinken will. Ich bin auch blöd, ja. Das ist, gut. Okay. Mali ist sichtlich geknickt und ich möchte mir jetzt ein super krasses Versteck suchen, wo ich warten kann, bis wenn ich davon ausgehe, dass die Magd wieder vom Markt kommt.
wo ich sie sehe und dann sie ihr folgen kann. Das ist relativ einfach eigentlich, weil es auf der Hauptstraße selber auch noch ein paar Händlerstände und so weiter gibt. Und da sich irgendwo zwischen den Ständen aufzuhalten und zu gucken, wenn jemand wieder diese Hauptstraße langkommt, ist überhaupt kein Problem. Also das gelingt auch relativ gut. Okay. Hagen, du gehst zielstrebig zu dem Stand, den du dir vorher auch schon aufgefallen ist, weil das roch auch ganz gut. Da gibt es irgendein Stück Fleisch auf Brotfladen, also auf ein Brotstück, was man kaufen kann, und auch ein Fassbier, also kein gezapftes, sondern ein Humpen aus dem Fass. Und das kannst du, es riecht auch sehr gut, also muss man wirklich sagen. Und es gibt auch ein paar Handwerker und so weiter, die da und andere Händler, die da gerade sich was holen. Und auch du reißt dich da ein und du kannst so aus dem Augenwinkel auch sehen, wie die ältere Dame an einen eher exotischen Stand geht, der Sachen verkauft, die jetzt nicht einheimische Produkte sind, sondern offensichtlich Handelswaren. Und du siehst, da gibt es irgendwie ganz komische Sachen, die du nicht zuordnen kannst, aber eine Sache erkennst du und davon kauft sie auch einen ganzen Batzen, und zwar Platten aus Kork. Also Kork habt ihr alle schon mal erlebt und so weiter, wird eigentlich viel als Dämmmaterial auch verwendet, wird Militär verwendet, um auch bestimmte Sachen zu lagern und so weiter, und wird auch zunehmend als Verschlussmaterial für Fläschchen und alchemistische Sachen verwendet, hat sich irgendwie so über die Universität Sorbonne ein bisschen durchgesetzt und sie kauft eben mehrere solche Platten Kork und hat die dann in so einem anderen Korb untergebracht und ist jetzt mit zwei schweren Körben unterwegs wieder Richtung Hauptstraße. Okay. Trinke mein Bier, sehe das und schaue mal, ob ich Mali irgendwo entdecke. Dann mach mal einen Aufmerksamkeitswurf oder einen Erkennenwurf. Die hat sich nämlich wirklich sehr geschickt zwischen zwei Ständen platziert. Kann ich auf Heimlichkeit dagegen? Ja, natürlich, kannst du, sollst du sogar. Ihr würfelt jetzt mal gegeneinander, das finde ich schön. Das hat man auch nicht so häufig. Moment. Zielführer. Genau, also Mali, du bist für hundertprozentig sicher, dass man dich nicht erkennen kann, also gar nicht. Hagen hingegen denkt sich, oder du siehst, dass sie hinter einem Stand sich versteckt hat, aber sehr gezielt immer so ein bisschen über das Standzellchen guckt. So, kommt da jetzt jemand? Gut, wenn ich das sehe, trinke ich mein Bier und winke ihr dabei zu. Und deute mal so unauffällig, wie es mir irgendwie möglich ist, auf die Markt. So, jetzt würfel ich dann mal für die Markt. Da müsst ihr jetzt durch. Wo haben wir sie denn? Da. Die ist doch beschäftigt, die ist doch schwer bepackt, die sieht das doch nicht. Danke für den Hinweis, ich habe wieder vergessen, Licht anzumachen. Übrigens, kleiner Hinweis aus dem Chat, den wir auf jeden Fall berücksichtigen sollten. Die Magd muss unbedingt Magd Alena heißen. Finde ich gut. Nein, heißt sie nicht. Sie hat ja einen Namen. Sie heißt Katharina Müller. Aber sie hat einen zweiten Namen. Katharina Magdalena Müller. Na okay, na gut. War Katharina nicht Malis Deckname eigentlich? Nein, die Decknamen von Caprice und Mali waren Maria und Therese. Genau. Ach, ja. Oh. Stimmt, wie konnte ich das vergessen? Ja, genau, wie konntet ihr das vergessen? Tja, dann muss es eine Caprice haben. Apropos Caprice, wir gehen zurück zu Caprice. Du versuchst, den jungen Herren mit den Kisten zu folgen und kommst relativ schnell im Gewühl der Hauptstraße an die Situation, dass die beiden in unterschiedliche Richtungen gehen. Welchem folgst du?
Okay, als die beiden an uns vorbeigelaufen sind und wir das Klappern in den Kisten gehört haben, haben sich die beiden Kisten da ungefähr gleich angehört? Ja. Dann würde ich gerne dem mit den Warzen folgen. Mhm. Okay. Du folgst dem. Mach bitte mal einen Heimlichkeitswurf. Kann ich dafür einen Kuh benutzen? Kannst du gerne tun. Achso, eure Kuhs und Ideen haben sich seit letztem Mal übrigens wieder aufgefüllt. Also auch ohne Kampf von Session zu Session füllen die sich wieder auf. 5. Holla. Okay. Gut. Ich würde jetzt sagen, Max schaut dir noch hinterher und hat zu diesem Moment von einmal geblinzelt. Wo bist du? Also du bist dir sehr sicher, dass er nicht bemerkt, dass du ihm folgst. Dazu hast du das halt auch schon offensichtlich zu oft getan. Und er bewegt sich, also der mit den Warzen bewegt sich in Richtung Stadtmauern. Das merkst du auch relativ schnell. Und er macht das sehr geschickt. Auch das fällt dir auf, weil er sehr darauf achtet, nicht, also in dem Moment, wo er die Hauptstraße wieder verlassen hat, dann im Prinzip Seitenstraßen zu nehmen, aber auch keinen geraden Weg zu nehmen und so weiter. Als wenn er darauf achten würde, dass er nicht dabei beobachtet wird. Wie ist die Kiste zugemacht? Ist die so verschlossen mit Nägeln oder ist da ein Scharnier dran? Ist da einfach nur ein Tuch drüber geworfen? Wie sieht das genau aus? Die hat einen Holzdeckel. Ob der richtig vernagelt ist oder nicht, kannst du nicht sagen. Oder ob es ein Schubdeckel ist, aber es ist, also es ist keine Truhe, sondern wirklich eine Holzkiste, also eine funktionale Arbeitskiste, aber eben mit einem festen Deckel drauf. Okay, ich würde ihm erstmal weiter ein bisschen folgen. Und vom Holz her, das wisst ihr beide auch, das dürften Eichenbohlen gewesen sein, also relativ schwer, massiv, okay. Schützend, nicht irgendwie sowas Billiges wie Birke oder so. Ich habe Gifte dabei. Weiß ich denn auch, ich habe jetzt kein Schlafmittel oder sowas mit dabei. Nicht, wenn du keins gemacht hast. Ich wusste nicht. Du kannst Schlafmittel kannst du ja auch noch gar nicht. Das kommt ja erst später. Ah, okay. Ja, dann würde ich ihm erstmal weiter folgen. Ich fühle mich gerade sehr unbeobachtet und. Okay. Gut. Er nähert sich den Stadtmauern und. Da musst du dann auch ein bisschen Abstand halten, kannst aber trotzdem noch beobachten, was passiert. Er nähert sich zwei Wachen und er stellt die Kiste ab. Und dann mach bitte noch mal einen Wurf auf Erkennen. Da! Ja. Kann ich den irgendwie forcieren oder unterstützen oder so irgendwas? Nee, in dem Fall tatsächlich nicht, weil er einfach was ganz Einfaches macht. Er dreht sich weg von dir und du siehst nur, dass irgendwas er macht in Richtung des Soldaten. Du siehst das an der Bewegung, aber was genau nicht. Und daraufhin nickt der eine Soldat, sagt etwas zu dem anderen Soldaten, der guckt demonstrativ wo ganz anders hin. Und der junge Mann nimmt die Kiste wieder hoch und geht in die Kasematten. Okay. Da sagt mir noch einer, der sei nicht verdächtig, der Herr Pantalon. Geht in die Kasematten rein. Ja, und danach stellen sich die Soldaten auch wieder so ganz normal auf, als wenn sie Wache halten würden. Und niemanden da reinlassen würden. Kommen wir auch wieder raus? Das, also du wartest jetzt erstmal. Ich beobachte erstmal. Ja, okay, gut. Meanwhile, Max. Ja. Sie ist weg. Das ist ja die Absicht. Ich gehe davon aus, dass sie eine ausgezeichnete Schleicherin und Tarnerin ist. Insofern beunruhigt mich das nicht besonders. Ich bin auch gar nicht so schrecklich ungern alleine. Ich ringe sehr mit mir, ob ich da jetzt einfach reinstiefle und den Typ meine überbrate, aber
im Angesicht der Tatsache, dass unsere Gruppe offenbar ja noch jung und frisch zusammengewürfelt ist, warte ich erst noch mal ein bisschen, bevor ich Alleingänge mache. Okay, gut. Also an dem Haus weiter passiert sonst erstmal nichts. Also 10, 20 Minuten, gar nichts. Ja, also rumstehen kann ich ganz gut. Da habe ich lange, lange geübt. Eine der wichtigsten Soldatenfähigkeiten, Zeit totschlagen. Ja. Gut, okay. Dann gehen wir wieder zurück zu... Ne, ich mache jetzt erst noch Caprice, bevor ich zu den anderen beiden zurückkehre. Entschuldigung. Also auch bei dir, Caprice, 10, 20 Minuten passiert gar nichts. Dann kommt der junge Mann wieder raus. Ohne die Kiste. Nee, er hat eine Kiste dabei. Das scheint auch die gleiche Kiste zu sein, aber alleine schon an der Art, wie er sie hält, würdest du sagen, die ist leer. Okay. Caprice ärgert sich ein bisschen. Und würde aber vor sich hinnicken. Wie sind denn die Kasematten aufgebaut? Ist das ein großes Gebäude? Ist das ein... Also es ist sehr schwer zu sagen, vor allem für einen Laien, der noch nicht drin war und auch der diese modernen Wallanlagen noch nicht kennt. Was du weißt oder was du sehen kannst, ist, es gibt an der Innenseite die ganze Stadtmauer scheint in Teilen ausgehöhlt zu sein, also Gänge zu haben und so weiter. Und das ist alles Teil dieses Kasemattensystems. Und es gibt aber einzelne Bereiche, insbesondere da, wo eben auch diese Zacken raus sind, die auch nach innen verdickt sind, wo dann eben Teile Gebäude mit angebaut sind, teilweise einfach auch nur ein etwas weiter rein die Mauer geht und innen drin aber eben offensichtlich Sachen sind. Das heißt Lager, Unterkünfte für Soldaten und so weiter. Das, was aber wo genau ist, weißt du nicht. Darf auch niemand außerhalb des Militärs wissen, weil das ist eine der Strategien, dass man eben gesagt hat, dieser ganze Kasemattenbereich ist so konstruiert, dass es zum einen nicht sofort ersichtlich ist, was wo ist, und zum anderen eben halt auch wirklich eigentlich nur die Leute, die Zugangsberechtigung haben, wissen, was da drin ist. Okay. Und da warst dann du tatsächlich in Kasematten warst du noch nicht drin. Okay, dann würde ich gerne einfach dem Herren wieder folgen und gucken, ob er zurückgeht und sich eine neue Fuhre vielleicht abholt. Mhm. Und da erstmal wieder gucken. Er geht in Richtung Stadttor. Okay, geht er dann auch aus der Stadt raus? Dann würde ich rumdrehen und mich mit schnellem, zielstrebigen Schritt zurück zu Max machen. Mhm. Meanwhile, Marley, du siehst, wie Hagen winkt und offensichtlich auf irgendjemanden zeigt, und wenn dein Blick dann so ein bisschen rüber schweift, siehst du auch, da kommt die Magd. Die hat offensichtlich jetzt noch einen zweiten, größeren Korb dabei, in dem, das siehst du auch sofort, Korkplatten liegen. Mhm. Ich war ja mal Sanitäterin. Kann ich mir irgendwie was denken, wozu die gut sein könnten? Also im medizinischen Bereich hast du sie jetzt noch nicht groß verwendet gesehen. Du weißt halt, dass sie Feuchtigkeit abhalten bzw. aufsaugen können, je nachdem, was für einen Zustand der Kork hat, und dass sie eben isolierend wirken vor allem. Und dass sie eben zunehmend auch als Stopfen verwendet werden für alchemistische Sachen, also für Fläschchen und so weiter. Also dass eben nicht mehr nur reine Glasstopfen genommen werden, sondern gerade wenn man es mit Wachs versiegeln will, eben auch Korkstopfen genommen werden. Okay. Ja, dann warte ich, bis die Magd mich passiert, und dann folge ich ihr sehr unauffällig, so wie man mich kennt. Okay, gut, dann mache doch einen Wurf auf Heimlichkeit. Ich würde gerne auch einen Coup ausgeben. Ich weiß also, ja gar nicht. Mehr ausgeben. Ich sag's nur, falls es jetzt irgendwie schwierig ist. Also man kann auch mehrere. Man kann auch mehrere. Also. Ah. Genau, für jeden Coup, also bis zu drei, und für jeden Coup gibt es einen Würfel mehr. Nee, stimmt gar nicht. Es gibt für einen Coup drei Würfel. Es gibt für einen Coup drei Würfel, genau. Ja.
3 Bonuswürfel. Ja. Genau. Also aber naja, du darfst halt maximal 5 Bonuswürfel haben. Das heißt, eigentlich genau. Lohnen nur 2 Q. Okay. Beziehungsweise, wenn du halt Mali kompensieren musst, dann können auch mehr Q gelten, weil wenn es wird ja immer verrechnet miteinander Boni und Mali. Also kurz zur Regelmechanik. Man würfelt Hexenwürfel und Boni und Mali werden eben über die Januswürfel gehandhabt. Und es kann immer nur einen Bonus oder Malus von Maximum 5 geben. Und das ist aber am Ende der ganzen Verrechnung. Also wenn du jetzt zum Beispiel Abzüge von minus 8 hast und dann 2 Qs einsetzt, um plus 6 zu bekommen, hast du am Ende einen Malus von minus 2. Das heißt, du würfelst 2 Januswürfel und wenn die auf dem Januskopf landen, dann zählt es als 2 Abzüge. Ja. Du bist super heimlich unterwegs. Oho! Hier, Caprice kannst du einpacken. Ich hatte 5, ja. Oh. Gut. Bleib mal sitzen. Also du kannst dich richtig schön in die Menge einfügen und so weiter, die Richtung Stadtausgang fließt fast schon. Und das funktioniert wunderbar, auch mit einem entsprechenden Abstand. Du hast auch nicht den Eindruck, dass die Markt sich umdreht, zumindest kriegst du es nicht mit. Bist ziemlich sicher, dass du da in Ruhe folgen kannst. Hagen, du siehst noch, wie Malis sich löst und in der Menschenmenge verschwindet. Dann würde ich mein Bier, also den kläglichen Rest, der da jetzt noch drin ist, würde ich dann mit einem Zug leeren. Mir das Brot mit dem Fleisch so zwischen die Kiemen stecken und mich dann auch auf den Weg hinter den beiden hermachen. Mit einem gebührenden Abstand. Okay. Gut. Caprice, du bewegst dich gerade zielsicher in Richtung Haus beziehungsweise Max zurück. Als du gerade so kurz auf der Höhe, vor der Höhe, bevor du abbiegen musst, siehst du erst kurz die Magd auf der anderen Straßenseite sozusagen in Richtung Stadttor laufen und kurze Zeit dahinter siehst du auch tatsächlich Malis. Ganz unauffällig, wirklich so, also ein bisschen fast schon zu auffällig, immer so den Schatten verwenden von irgendjemand anders, dieser Magd folgen. Sieht aber richtig, richtig professionell aus. Also als wenn du ihr einen Kurs gegeben hättest. Ich würde mich kurz hinstellen, würde so die Arme so verschränkt mit mir das so ein bisschen angucken und ich würde so einfach so nicken so und würde dann weitergehen. Gut, du kommst bei Max an. Ich würde gerne, ich würde mich ja immer noch so ein bisschen zielstrebig, dann würde ich gerne so von hinten an Max rantreten und versuchen ihn so ein bisschen zu erschrecken, so praktisch dieses. Soll ich euch gegeneinander würfeln lassen? Er kommt. Ja. Ich nehme an, das ist Aufmerksamkeit. Erkennen. Die Ehre. Nee, ist Aufmerksamkeit. Ist Aufmerksamkeit. Entschuldigung. 2 gegen 2. Wer hat denn die. Moment. 2 Erfolge, 1 Esprit-Stern, aber der bringt mir wahrscheinlich nichts. Naja, du hast die 2 Erfolge und bei ihm sind es 2 Esprit-Sterne, die den 2. Erfolg machen. Da würde ich jetzt einfach mal ruhlen als Spielleiter, dass die 2 Esprit-Sterne nicht ganz so viel wert sind wie ein eigentlicher Erfolg. Ha! Das heißt, du bist ein wenig erschrocken. Da schleich dich nicht an bei mir, Mel, was da passieren kann. Oh. Ich habe gute Reflexe. Und bist ja schon ein bisschen. Anyway. Also. Die Männer haben sich getrennt und sind in 2 verschiedene Richtungen gelaufen. Der eine ist. Ich bin dem einen gefolgt, dem mit den Warzen im Gesicht. Der ist zu den Kasematten an der Stadtmauer gegangen und hat da irgendein Zeichen gemacht, die Wache bestochen, irgendwas in die Richtung und hat das, was in den Kisten ist, in die Kasematten gebracht und kam mit einer leeren Kiste wieder raus.
Also irgendwas schickt der Doktor in großen Mengen unter die Stadtmauer. Hast du gehört, was die beiden gesagt haben, als sie gegangen sind? Stadtmauer wirkt wie ein Kerker. Oh. Wenn man von außen ganz viel Zeug von der Stadtmauer nach innen wirft und die Leute nicht rauskommen, dann kann hier eine ganz schöne Seuche ausbrechen. Wenn man so ein Krankheitskultist ist, dann wäre das vielleicht kein schlechter Plan. Ich müsste an irgendeine von diesen Flaschen rankommen, dann kann ich analysieren, was da drin ist. Wie wäre es, wir gehen ins Haus rein? Die zwei sind draußen. Einer ist noch. Danach müssen wir uns vielleicht ein bisschen unauffälliger bewegen, weil. Ne? Oh, wie wäre es, ich klopfe vorne, verwickle ihn noch ein bisschen, du versuchst hinten reinzukommen. Ja, erst mal gucken, ob du da hinten durchkommst, ob vielleicht von hinten gar nicht abgeschlossen ist. Ja, ich kriege jetzt, wenn es abgeschlossen ist, hin. Boah, sehen wir dann. Und dann versuchst du ihn entweder von hinten zu klopfen oder ich drehe die Tür ein. Ah, das ist ein bisschen vielleicht auffällig. Also gut, du kommst von hinten. Verwickel ihn so lange, wie es geht. Ich laufe nach hinten, warte eine Minute und klopfe dann nochmal. Mhm. Dann würde ich ums Haus rum und würde einen ruhigen Moment abpassen, wo niemand durch die Straßen läuft, um einmal das Tor aufzumachen. Mhm. Ja, das gelingt dir ohne Probleme. Also da musst du auch nicht drauf würfeln, weil dazu ist immer wieder auch gar nichts los und so weiter, sodass du das gut abschätzen kannst. Okay, und dann würde ich mich gerne in den Hinterhof schleichen und an den Dienstboten. Also so, dass man mich von vorne noch nicht sieht, dass ich praktisch noch hinter der Hausmauer bin, von vorne. Und dann warte ich darauf, dass das Klopfen von vorne kommt und dann würde ich gerne durch den Dienstboteneingang so heimlich wie möglich rein. Mhm. Okay. Also was dir auffällt, ist das, was ich vorher schon auch gesagt habe, das Haus ist von hinten, hat es bei weitem nicht so einen guten Zustand. Du siehst auch an dem Zeug, was hinter dem Haus steht, dass das teilweise eben auch als Lagerstätte und so weiter verwendet wird. Und da fällt dir sofort auf, dass durchaus eine Menge zerbrochener Glasbehältnisse, Kolben da rumstehen. Also kistenweise wirklich mit irgendwelchen zerbrochenen Gläsern und so weiter. Und eine andere Kiste mit sehr vielen unterschiedlichen Materialien, die auch ein bisschen übel stinken. Du kannst jetzt auf den ersten Blick nicht sofort erkennen, was das ist oder sowas. Dazu müsstest du dich ausführlich mit deinem Kit damit beschäftigen. Aber es ist auf jeden Fall sind alchemistische Substanzen, die da recht unprofessionell, würdest du mal sagen, irgendwie einfach hingeschmissen und gelagert werden. So, und der Eingang selber hinten scheint nicht groß verschlossen zu sein, sondern ist ein ganz normaler Dienstboteneingang mit einem Riegel sogar wohl nur. Du siehst kein Schloss, zumindest von außen. Okay. Und dann warte ich darauf, dass ich ein Klopfen höre. Okay. Es passiert erstmal wieder nichts. Caprice, du hörst Schritte, offensichtlich eine Treppe. Ob rauf oder runter kannst du nicht hören. Mhm. Und dann siehst du auch durch, das kannst du so ganz leicht sehen, also hinten an der Hinterseite gibt es auch ein Fenster, offensichtlich zur Küche hin. Siehst du eine Schattenbewegung, offensichtlich aus dem Flur irgendwie so. Und kurze Zeit später öffnet sich vorne das Fenster neben der Tür wieder. Und heraus guckt der junge Mann wieder und sieht dich und Stopp, genau, bevor er das Fenster zumacht am Ende oder sowas. Ich drehe gleich sehr auf. Ich brauche das Zeug. Der Doktor hat es mir immer gegeben gegen die Schmerzen. Ich halte es nicht mehr aus und greife ihn so am Kragen. Mhm. Also versuche, dass er das Fenster eben nicht zumachen kann. Ich will ihn nicht irgendwie ziehen und schütteln oder irgendwas, sondern einfach nur ihn eher anflehen. Wirklich, wirklich, ich muss es haben. Ich halte es nicht mehr aus, diese Schmerzen. Mhm. Und versuche das, ich weiß nicht, was ist denn Redekunst vermutlich? Also Reden wäre Redekunst und das Greifen ist Athletik. Okay, also machen wir erstmal. Also oder Faust, du kannst das auch als Fausthieb machen. Mhm. Ja, also Redekunst sind 4. Ich versuche also relativ überzeugend zu sein. Mhm. Und dann den Fausthieb. Für den Fausthieb gebe ich noch einen
Q aus, nee, das ist dann Minus, nicht Plus, einen Q aus und dann Shift, Bonus, 2, 3, Würfel. Sind auch 4. Mhm. Ich flehe euch an, junger Herr, bitte, bitte. Habt ein bisschen Mitleid mit einem alten Mann, die Kriegswunde. Also ich bin auch absichtlich ein bisschen laut, damit man eben hinten im Haus nicht hört, wenn jemand die Tür aufmacht. Oder Okay, gut. Also er scheint offensichtlich verwirrt und auch mit der Situation vollkommen überfordert und versucht sich auch zu befreien, was relativ sinnlos ist, weil er einfach überhaupt nicht, nicht den Winkel hat, weil er halb in dem Fenster drin hängt. Das heißt, seine Arme auch gar nicht richtig verwenden kann. Und das andere ist, dass er auch überhaupt nicht die Kraft hätte, gegen dich zu halten. Und er beginnt in der Verzweiflung dich anzuschreien, dass du ihn gefälligst in Ruhe lassen sollst und so weiter. Und das ist richtig verzweifelt. Das gibt genug Lärm und Ablenkung, dass Caprice hinten ins Haus schleichen kann. Mach trotzdem mal eine Schleichenprobe, also eine Heimlichkeitsprobe. Okay. Ich würde auch wieder einen Coup dafür ausgeben. Ich möchte hier einfach nur schnell rein und wieder raus. Mhm. Holla. 5. Jo. Also, nicht mal du hast den Türriegel gehört, als du ihn aufgemacht hast und du warst wirklich direkt daneben und kannst ohne Probleme reinkommen. Du stehst wie vermutet, wie meisten dieser Häuser im Küchenbereich, mit einem Zugang zu einer Speisekammer und einem Abgang in den Keller. Der ist aber so halb zum Flur hin schon und dann gibt es einen direkten Zugang zum Flur. Auf der anderen Seite siehst du auch einen Speiseraum und es führt eben eine Treppe hoch in den ersten Stock. Wie sieht die Treppe in den Keller aus und wie sieht die Treppe hoch aus? Beide sauber geputzt und benutzt. Okay, beides Holztreppen. Beides Holztreppen. Okay, du hast gesagt, ich weiß nicht, ob er von unten oder von oben kam. Ja. Du hast nur Holzdielen knarren gehört. Klassische Treppenknarren. Als wir vorhin, als der Doktor noch da waren, hat es oben Licht gegeben im ersten Stock. Ja. Dann würde ich da, wo das Licht war, hingehen. Mhm. Zu diesem Raum. Weil ich das als das Arbeitszimmer vermute. Okay, du gehst nach oben, kannst auch ohne Probleme, du merkst an einer, also du siehst übrigens das hintere Teil von dem, also als du die Treppe hochgehen willst, siehst du das hintere Teil von dem jungen Mann irgendwie wild in diesem Fenster festhängen und treten und sich versuchen zu lösen und Zeter und Mordeo schreien und der wird übrigens lauter, also durchaus immer lauter. Du kannst aber die Treppe hochgehen. An einer Stelle merkst du so gerade schon, wie es anfängt zu knarzen, dann Fuß ganz schnell weg und an eine andere Stelle stellen. Aber das ist mit deinem Wurf noch alles abgegolten. Und du kommst oben im ersten Stock an. Und da gibt es 3 Räume, die von dem Gang weggehen und eine Treppe weiter hoch in den zweiten Stock. Und in einem Raum, das siehst du auch sofort und das riechst du auch sofort, ist ein alchemistisches Labor. Da will ich hin. Und da werden offensichtlich irgendwelche Sachen geköchelt. Es gibt kleine Schälchen, es gibt viele Kolben, es gibt einen ganzen größeren Vorrat an Flaschen. Und allerlei anderes Werkzeug, teilweise auch, was du gar nicht kennst. Es gibt sehr viele Kräuter. Es riecht auch sehr Thymian, Rosmarin, Knoblauch-lastig. Das kennst du aber auch schon von solchen Doktoren. Das sind so Klassiker eigentlich auch, um solchen Masken zu füllen. Und das, was dir aber sofort auch auffällt, es sind so ein paar Substanzen, die du nicht sofort zuordnen kannst. Also eine davon auch eher so ein ganz komisches Rot. Also das ist fast schon wie ein Purpur, aber ein bisschen dunkler. Okay, sehe ich irgendwo praktisch eine schon fertige, verkorkte Flasche, die mir auffällt? Nein, keine. Okay,
ich kenne mich ja aus mit alchemistischen Gerätschaften und ich weiß ja, okay, ungefähr da ist das Endprodukt. Da steht dann irgendwie so ein kleines Fläschchen, wo das Endprodukt dann reintropft und so. Mhm. Sehe ich das? Du siehst einen so einen Aufbau, wo im Prinzip eine kleine Auffangflasche, ja nicht Fiole, sondern eher eine Flasche, ist, wo Zeug reintropft. Ob das jetzt das Finale ist oder nicht, weißt du nicht, aber das ist zumindest mal ein Konzentrat, was in irgendeiner Form gebildet wird. Okay. Dann würde ich gerne praktisch ein Glas nehmen, was genauso aussieht wie das, wo es gerade reintropft. Da werden ja wahrscheinlich irgendwie so zwei, drei rumstehen. Würde das kurz austauschen und würde von dem, was ich jetzt in der Hand habe, natürlich alles mit Handschuhen, ich fasse das nicht mit, ich fasse das alles nur mit Lederhandschuhen an und würde dann eine von meinen Fiolen rausnehmen, wird das vorsichtig umfüllen und würde das die Fiole dann einpacken. Okay, da verlange ich von dir einen Wurf auf Fingerfertigkeit wahrscheinlich. Fingerfertigkeit und Wissensgebiete. Fingerfertigkeit 5. Wissensgebiete 1. Okay, gut. Also du glaubst dich an alles erinnert zu haben, was notwendig ist, um, wenn es irgendwie ein Kontaktgift wäre oder sowas, dich damit zu schützen. Und es gelingt dir auch im Prinzip ohne Probleme etwas umzufüllen, ohne irgendwie Tropfen auf dem Boden oder auf die Handschuhe oder sonst irgendwas zu bekommen. Und einkorken und nicht einatmen. Okay, gut. Und ja, dann hast du das abgefüllt. Dann würde ich mich noch kurz auf den Weg ins das Fenster, was wir gesehen haben, ging ja zur Straße weg. Gibt es noch ein Fenster im Flur, was zur Seite oder was nach hinten rausgeht? Es gibt auch hier ein Fenster nach hinten. Also der Raum ist so groß, dass er in beide Richtungen ein Fenster hat. Okay. Nein, ich würde gerne noch in das Arbeitszimmer gehen und würde aber praktisch entweder im Flur eins von den Fenstern so zumindest schon mal öffnen, damit praktisch, wenn ich raus muss, ich schnell rauskomme. Okay, das geht ohne Probleme. So, in der Zwischenzeit, unten. Der Junge. Wie könnt ihr so hartherzig sein? Es ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Der hat es mir auch immer gegeben. Ich kann Ihnen nicht helfen, ich kann Ihnen lassen Sie mich, Hilfe! Er beginnt Hilfe zu schreien. Also das dauert durchaus 2-3 Minuten, wo er versucht, sich so zu befreien und dich zu überzeugen. Und dann beginnt er aber wirklich Hilfe zu schreien. Und das wird auch immer lauter. Okay, sehe ich Caprice, also ich habe sie, ich sehe ja hinten, also ich sehe ja hinten seinen Rücken. Das heißt, ich müsste sie ja sozusagen vorbeigehen. Und du hast sie vorbeigehen sehen, genau. Also solange sie nicht wieder runterkommt, würde ich die Hilfe, also ich meine, Worst Case kommt irgendjemand und sagt, verpiss dich, dann sage ich, oh, tut mir leid und schwanke davon. Okay. Insofern, beruhigt euch, ich will euch doch nichts Übles, ich habe doch eine einfache Frage. Nur von dem guten Zeug. Gegen die Schmerzen, junger Mann. Er ist wirklich überfordert. Und er beginnt auch, während er um Hilfe schreit, ein bisschen zu weinen. Also. Weichei. Früher war es anders. Ja, früher war das anders. Da haben die Knechte wenigstens noch Schmerz ausgehalten. Also, das ist ja wirklich hier, ne? Also, ja, du oben, Caprice, du gehst gegenüberliegend ist tatsächlich sowas wie, ja, du würdest mal sagen, sowas wie ein Arbeitszimmer oder eine Study. Gibt ein paar Bücher, es gibt ein paar Aufschriften zum Thema Aufsätze und ein paar andere Schriftstücke und so weiter. Willst du durchscannen? Ich will einmal praktisch, ohne irgendetwas zu verrücken oder anzufassen, würde ich erstmal einfach nur scannen, was praktisch auf der Oberfläche liegt. Auch wenn irgendwas so halb drüber liegt, da will ich auch gucken, okay, was steht denn an den Sachen, die ich sehen kann. Also dir fällt, mach mal einen Erkennenwurf. Okay, erkennen.
Ich nehme jetzt mal eine Idee dafür, weil ich glaube... Ja, passt. Das könnte vielleicht notwendig sein. 2, ja. War notwendig. Also das meiste scheint wirklich medizinischer Natur zu sein und so weiter. Aber, und das ist etwas, was dir auch auffällt, du kennst dich genug mit Alchemie und auch ein bisschen ja mit Medizin und so weiter auf, dass einige Notizen weniger klingen wie eine Heilung suchen, sondern eine Verstärkung von Effekten. Dann würde ich noch einmal kurz den Schreibtisch abklopfen, um zu gucken, ob ich irgendwelche versteckten, abgeschlossenen oder versteckten... Wie lange soll ich das hier noch machen? Kannst du endlich mal ein bisschen voranmachen? Von hinten klopft dir etwas auf die Schulter. Max. Das müsste ich ja gesehen haben, wenn jemand rund... Also, dieses Arbeitszimmer ist im Erdgeschoss. Ja, ja, nein, von hinten. Die kommen von der Straße. Ach, mir? Ja, dir. Oh, okay. Ich lasse ihn mit einer Hand halt, versuche ich ihn immer noch festzuhalten. Lass ein bisschen lockerer. Mhm. Was denn? Hinter dir stehen zwei Soldaten. Der eine hat dir gerade hinten auf die Schulter geklopft und der andere steht mit Hand an der Waffe da und wartet sozusagen nur darauf, dass er sie ziehen soll. Was machen Sie hier? Er will es mir nicht geben. Der Doktor hat es mir versprochen, aber er gibt es mir nicht. Ich habe doch nicht zu viel. Ich habe doch schon dafür bezahlt. Warum gibt es mir nicht raus? Mein Knie, die alte Kriegsverletzung. Er guckt so an dir runter und so, okay. Also ich sehe tatsächlich ziemlich zerlumpt aus. Also nicht zerlumpt, aber ich sehe immer noch ein bisschen, also ich habe ja immer noch meine alte Gardeuniform an. Ja. Ja. Und bin aber trotzdem ziemlich runtergeranzt, weil halt seit Jahren von Albträumen und Mangelschlaf geplagt. Naja, du siehst so, wie so ein klassisches PTSD-Opfer, würde man heute sagen. Genau. Aus. Genau. Okay, jetzt erstmal eins nach dem anderen. Sie lassen den jungen Mann jetzt erstmal los. Der junge Mann, geht's Ihnen gut? Gut. Also ich lasse ihn, triff so, es tut mir leid, dann drehe ich mich nochmal wieder zu ihm um, es tut mir leid, ich wollte sie nicht erschrecken und fange immer noch so an, ihm so ein bisschen rumzufummeln, um seinen Fokus bei mir zu halten, ohne ihn wirklich festzuhalten. Und blicke natürlich derweil immer mal ab und zu nach hinten, ob Caprice nicht vielleicht endlich mal aus der Tür wieder rausgehen könnte. Du hast ihn so weit durch das Fenster gezogen, dass er jetzt auch wirklich halb in dem Fenster drin hängt. Also er hat auch jetzt Schwierigkeiten, einfach nur wieder nach hinten durchzugehen oder nach vorne durchzugehen. Die Soldaten so dieses so, die gucken dann den jungen Mann an, kommen sie nicht nach da von sich aus raus? Es tut mir leid, also nichts mehr ungut. Die Schmerzen, die machen mich wahnsinnig. Sie sind jetzt mal ruhig. Jawohl. So. Erstmal, also er guckt den jungen Mann an und der ist so, ich komme hier irgendwie nicht mehr raus und das ist überhaupt, was will dieser Mann von mir? Und ist wirklich etwas überfordert mit der ganzen Situation. Und der eine Soldat, der eigentlich die Hand an der Waffe hatte, der kriegt dann, dem wird zugenickt und der hilft dann dem jungen Mann erstmal wieder irgendwie durch das Fenster reinzukommen und kriegt dann auch noch, machen sie dann kurz die Tür auf, damit wir das hier mal in Ruhe klären können. So, dann wendet sich der offensichtlich dienstältere Soldat zu dir. Also, jetzt nochmal ganz langsam und für mich zum Verständnis. Der Arzt hat Ihnen irgendwas versprochen. Ein Mittel gegen die Schmerzen, die machen mich wahnsinnig. Mhm. Und dann kommen immer die Erinnerungen an die ganzen Untoten. Im Dienst damals, das war schrecklich. Alle ja, er legt dir vorsichtig die Hand auf die Schulter. Ich weiß und ich weiß auch, dass das alles ganz schlimm ist, aber das ist kein Grund, unbescholtene Knechte oder Assistenten von Ärzten anzugreifen, weil das ist offensichtlich nicht der Arzt, oder? Guck den an. Das stimmt, da habt ihr recht. Es tut mir leid, junger Mann.
der Schmerz. Manchmal vergesse ich mich. So, und weil ich ja ein Verständnis für Sie habe, er guckt den jungen Mann an, haben Sie irgendein Schmerzmittel für diesen Kollegen? Und der junge Mann ist so, ich weiß nicht, ob ich das einfach... Geben Sie es ihm einfach. Okay, so. Blub. Switch nach oben, Caprice. Wenn ich diesen starken Aufruhr höre, würde dann praktisch zum Fenster nach hinten raus, dass man, wenn man vorne im Haus ist, das nicht sieht. Okay, und einfach gut. Nur praktisch rausgucken, ob da jemand gerade rumläuft, und wenn gerade niemand da ist, raus und das Fenster hinter mir auch möglichst geräuschlos schließen. Ja. Der Tumult fing gerade an, als du anfängst, nach den Fächern zu suchen oder sowas. Du hast keins gefunden auf Anhieb, aber dabei ist dir ein Schriftstück noch halb aufgefallen. Und zwar war das ein Brief, der offensichtlich so halb unter den Aufschrieben lag. Den konntest du aber nur noch irgendwie so kurz sehen. Und das Einzige, was du da noch drauf sehen konntest, ist so dieses, der Plan wird wie geplant durchgeführt, unterschrieben mit einer für dich sehr deutlich weiblichen Handschrift, Imago. Imago. Mit was war nochmal dieses andere Ding unterschrieben? Hatten wir nicht irgendwo... Ihr hattet noch nichts. Den einzigen Aufschrieb, den ihr schon hattet, war von eurem Professor. Ah, okay. Ja, dann würde ich einfach ganz schnell nach hinten raus verschwinden. Okay, gut. Du kannst das Fenster ganz normal, also hast du ja schon aufgemacht, du kannst hinten raus, und wie ich auch schon gesagt habe, da ist das Klettern nicht so aufwendig. Du kannst eine Athletikprobe machen, aber sogar mit einem Bonus von 2 von vornherein. Akrobatik. Akrobatik. Darf ich Akrobatik? Okay. Sehr schön. 4. Ja, gut. Du Elfin gleich, also Legoland gleich, gleitest du an der Hauswand runter und stehst unten und kannst auch verschwinden. Auch genau im richtigen Moment, weil kurz danach hörst du Schritte auf der Treppe, die nach oben gehen. Und ich würde einfach wieder nach gucken, dass wir, wenn ich hinten aus dem Tor rausgehe, mich niemand beobachtet und rausschlüpfen und praktisch das Haus umcirkeln und mich auf der anderen Straßenseite so entspannt an eine Wand lehnen, wenn da irgendwie, und mir aus meiner Tasche noch irgendwie so ein paar Nüsse holen und die dann so essen und beobachten, wie Maximilian da mit den Leuten steht. Gut. Der Knecht geht nach oben, holt irgendwas, kommt wieder runter, wirklich gerannt, stolpert dabei fast, und der Soldat steht die ganze Zeit bei dir, Max, und hält die Hand auch auf deine Schulter, nicht nur um dich zu beruhigen, sondern auch dem Klassiker, wenn du jetzt irgendwie irgendeinen Blödsinn machst. Ja. Diese Mischung aus, ich passe auf dich auf und ich passe auf dich auf. Genau. Also der doppelte Passgriff sozusagen. Und dann kommt der, und er hat so ein kleines Klassiker eigentlich, ein Papiertütchen, wo irgendein Pulver drin ist. Also ich dachte, wo ich reinatmen soll. Nein, das kommt, glaube ich, erst sehr viel später mit dem Reinatmen in Tüten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das im 19. Jahrhundert schon, 18. Jahrhundert schon ich glaube nicht. Und vielleicht weiß das der Chat, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und gibt dir das dann, und der Soldat sagt dann danke. Ich danke euch, Herr. Ich danke euch auch. Was ist der? Hauptmann, Leutnant, Captain, Sergeant, was auch immer? Das ist ein Hauptmann. Das ist tatsächlich, also jetzt, wo du da eine Weile stehst, guckst du auch nochmal an. Das ist tatsächlich ein Hauptmann, der sich gerade um dich kümmert. Und der Hauptmann drückt dann auch dem jungen Mann irgendwie ein Geldstück in die Hand. Und sagt danke, und ich hoffe, damit ist das geklärt und sie können ihrem Tagwerk nachgehen. Und ich danke euch, Hauptmann. Danke für euer Verständnis. Ich murmel irgendwas von wegen irgendwie Gott möge ihn segnen und Nächstenliebe und gute christliche Traditionen und bla, und dass er Verständnis hat für einen alten Haudegen, der schon bessere Zeiten gesehen hat. Und ich
gebe nur einen Tipp, nicht jeder ist so verständnisvoll wie ich, was so eine Aufruhr angeht. Und die Stadt ist gerade nervös, weil der alte Dessauer hier ist, deswegen vorsichtig sein. Jawohl, Hauptmann. Danke, Herr Hauptmann. Gut. Wegtreten. Ich beruhige mich auch dann zusehends, schon vorher werden dir das sozusagen, ich muss mich ja nicht mehr aufregen. Und so. Ja. Wegtreten. Jawohl. Und dann trete ich weg. In dem Fall zwar Richtung Caprice, aber an Caprice vorbei, sollte jetzt irgendwann von denen mir nachgucken, was ich mal annehme, dann. Sie beobachten dich noch eine Weile, bleiben vor dem Haus stehen und gucken. Lauf einfach an Caprice vorbei und sag nur Kneipe. Und ich stehe da auch wie jemand, der sich so praktisch das Spektakel angeguckt hat und jetzt, wo es vorbei ist, so ein bisschen dieses Anschauen. Da ist es übrigens, du bist nicht die Einzige, da standen jetzt einige rum und haben sehr neugierig geguckt, was da so passiert. Also von daher. Und dann hinke ich davon übrigens. Also ich laufe etwas schwer, damit es nicht so aussieht, als ob ich jetzt lustig davon schreite. Du konntest ja Hagen lange genug beobachten. Genau, ich mach den Hagen. Genau, apropos Hagen, schwenk zurück zu Hagen und Marlies. Ja, Entschuldigung, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert bei den anderen beiden. Ihr folgt der Markt raus durch das Stadttor. Das ist auch ohne Probleme möglich. Also raus kann man offensichtlich sehr viel leichter als rein. Das hattet ihr auch schon beim ersten Betreten der Stadt beobachtet. Und ihr seid auch nicht die Einzigen. Also es gehen eine Menge, vor allem Bauern raus, aber auch irgendwelche Knechte, Handwerker und so weiter. Händler, die mit ganzen Warenladungen irgendwo hin unterwegs sind. Und das hattet ihr auch schon gesehen. Es gibt auch noch einen Teil des Hafens, der nicht im Teil der Stadt Bemauerung ist, sondern eben am anderen Flussufer ist, eher vermutlich so Binnenschifffahrtssachen und solche Sachen. Auch da sind einige Leute noch unterwegs hin. Und die Markt geht auch dann zielsicher auf der Straße in Richtung des aussätzigen Lagers. Das könnt ihr auch beobachten. Sie ist nicht so schnell, dass Hagen nicht aufschließen kann zu dir, Marlies. Willst du das tun oder willst du dich mit Abstand von Marlies bewegen, Hagen? Ich halte den gleichen Abstand. Okay, gut. Das heißt, ihr bildet eine schöne Dreierkette. Genau. Ihr seht dann auch, wie die Magd das Lager betritt. Ihr seid jetzt doch das erste Mal näher an dem Lager dran. Was ihr eben seht, ist, das ist eine bunte Mischung aus ein paar alten verfallenen Gebäuden, ein paar provisorischen Hütten, die irgendwie aus Bauschutt zusammengeschustert wurden. Es gibt mittendrin eine alte kleine Kapelle oder Kirche. Und es gibt relativ am Anfang ein etwas größeres Haus. Und da seht ihr auch, dass die Magd dahin zielsicher geht, an der Tür klopft. Und die Tür aufgemacht wird von einem Mann in schwarzen Kleidung mit einem schweren Mantel, den er offensichtlich auch im Haus trägt, und einer großen, schnabelartigen Maske auf dem Kopf. Aus der Maske dampft es auch etwas. Und die Magd in das Haus reinlässt. Und an dieser Stelle machen wir jetzt eine Pause. Ja, Entschuldigung. Es hat sich jetzt ein bisschen ergeben, dass ihr in dem Teil ein bisschen weniger Spielanteil hattet, aber. Das macht nichts. Wir waren so wunderbar unterhalten. Nicht nur von den dummen Gequatsche im Chat, sondern vor allem von der spielerischen Leistung. Ich beobachte ja den Chat nicht, aber wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Erstmal an Liz Füchs, vielen, vielen lieben Dank für den Raid und hallo liebe Raider. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Spielrunde und wir werden gleich weitermachen. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Ich muss nur gucken, dass das alles funktioniert mit der Technik. So, wird so circa 5 Minuten. Ich hoffe, diesmal klappt das auch mit der Musik. So, mal schauen. Ich habe die Musik nämlich rübergelegt. So. Also, bis gleich, ihr Lieben.
Da sind wir wieder. Hallo aus der Pause zurück. Schön, dass ihr alle noch da seid. Also ihr seid, glaube ich, alle noch da. Ja, ihr seid alle noch da. Sehr schön. Genau, Wassermarsch, trinken nicht vergessen. So. Also, vielen Dank erstmal nochmal auch für die ganzen Abos. Auch übrigens an Carina wieder für ein verschenktes Abo. Dankeschön. Und an Spezies, der hat auch Abo verlängert. Dankeschön, Uwe. So, dann machen wir mal weiter. Wir haben gerade aufgehört, als die Malis und mit etwas Abstand der Hagen gesehen haben, wie die Magd in das Haus gegangen ist, das offensichtlich der Doktor im Lager verwendet. Und der Doktor sie reingelassen hat in seiner vollen Seuchendoktor-Montur. Okay. Ich habe eine Frage, weil ich glaube, ich habe es ein bisschen missverstanden. Dieses Haus, ist es so, dass es quasi danach ins Lager geht oder das am Rand vom Lager ist oder ist das mitten im Lager? Das ist am Rand vom Lager. Also das ist so ein, es gibt schon ein paar Hütten auf der Höhe und ein paar Zelte auf der Höhe, aber es ist, also es gibt ja nicht so eine richtige irgendwie Umrandung des Lagers. Es gibt zwar teilweise sowas wie eine Palisade, die scheint auch provisorisch irgendwie errichtet worden zu sein, aber das ist jetzt kein abgesperrter Bereich, wie man heute ein Quarantänelager oder sowas bauen würde, sondern das ist einfach das Lager, wo die Aussätzigen sind. So. Und das ist ein Haus, was offensichtlich zu diesem alten Dorf, was an der Stelle mal stand, gehörte und was eben aufgebaut oder repariert wurde, damit der Doktor es verwenden kann. Es ist so platziert, dass wenn man das Lager betritt, relativ schnell an dem Haus dran ist. Das heißt, der Arzt sozusagen auch Leute abweisen kann oder sagen kann, hier, die sollen rein in das Lager. Dass aber vor allem eben auch Leute wie die Magd, die offensichtlich ja nicht zu den Aussätzigen gehören, zumindest bis zu diesem Haus kommen können, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, tiefer in das Lager rein zu müssen. Ich hatte es ja schon mal erklärt, also man weiß ja nicht so richtig viel genau über diese ganzen Infektionskrankheiten wie Lepra und so weiter und Aussatz. Und die gängige wissenschaftliche Theorie ist, dass Miasmen, also Dämpfe aus dem Boden, aus dem Erdreich, diese Krankheiten auslösen. Man weiß aber auch oder vermutet, dass zu langer Kontakt mit Erkrankten auch zu Erkrankungen führen kann, weil die ja dann auch Miasmen ausstoßen. Und das ist eben der Grund, warum zum Beispiel der Seuchendoktor dann eben seine Maske trägt mit den ganzen Kräutern drin und so weiter, um eben diese Miasmen von ihm fernzuhalten. Ihr habt ja theoretisch auch den Ring von eurem, von dem Professor, der euch, von dem Gelehrten, der euch ja angeblich schützt vor solchen Miasmen. Hoffentlich nicht nur angeblich. Ja, das Hagen stößt auch nicht ab und zu mal Miasmen aus, aber das, da hilft dann auch kein Ring, da hilft dann nur abhauen. Ich war ja früher mal in einem Söldnertrupp und habe da bestimmt auch schon mal so eine Lage sondiert. Ich würde gerne einschätzen, ob ich an dieses Haus komme und mich da irgendwie unauffällig an diesem Haus rumdrücken kann mit dem Ziel, die Magd und den Doktor potenziell zu belauschen, ohne dass mich 1000 Pestkranke überfallen oder dass ich super unangenehm auffalle. Also du weißt nicht, ob sie dich überfallen, aber es würde auffallen, wenn sich jemand dem Haus nähert, der auch ganz offensichtlich nicht zum Lager gehört oder im Lager ist und sich da aufhält, weil da hängen Leute rum in dem Lager und die haben nichts zu tun. Also einer der Nachteile von solchen aussätzigen Lagern ist ja, dass eine Menge Menschen eigentlich noch in der Lage wären, irgendwas zu tun, aber eben schon erste Anzeichen haben von irgendwas oder überhaupt einfach nur mal Krätze haben oder sonst irgendwas und deswegen in solche Lager gepackt werden. Und die sitzen dann da rum und tun nichts und beobachten sich gegenseitig. Und wenn da jemand reinläuft, den irgendjemand nicht kennt oder den man nicht kennt, dann wird der natürlich auch erstmal beobachtet.
Das fällt dir auch sofort auf. Also die haben auch, also du guckst dann auch und da sind einige Leute in einigen der Verschlägen und Zelten und so weiter und die haben sehr genau beobachtet, als die Magd Müller da reingekommen ist. Sie hat auch ein paar von denen begrüßt und gewunken und ist dann sehr gezielt zu dem Haus gegangen. Also du glaubst zumindest tagsüber wird das schwierig mit dem Belauschen. Ich bin ja so ein paar Meter hinter ihr. Mhm. Und wenn ich sehe, dass sie da schnurstracks auf das Lager zumarschiert, dann bleibt Hagen stehen und der Rest von dem Fleischbrötchen bröselt ihm so aus dem Mund. Er rauft, sie fängt sich an, die Haare zu raufen. Oh nein, sie wird doch wohl nicht. Und dann schaue ich mich um und gehe etwas schneller in ihre Richtung, um sie von einer Dummheit abzuhalten. Okay. Das Hagen, weil jemand von einer Dummheit abhalten möchte. Okay, also wenn ich merke, gut, ich kann mich da mit meinem super, sogar ich, mit meinen super Schleich- und Undercover-Fähigkeiten, nicht mal ich kann mich daran schleichen, ohne aufzufallen, bleibe ich stehen, so mitten auf dem Weg und man sieht so richtig so, ich wippe so auf einem Bein und Mali will eigentlich, die will unbedingt wissen, was die da sagen und die will auch endlich mal dieses Lager sehen und Caprice hat gesagt, wir sollen noch warten, aber ich will, und dann wirft sie so einen unsicheren Blick zurück und sieht wahrscheinlich Hagen. Mhm. Der genau schnurstracks auf dich zukommt. Hagen, sollen wir jetzt ins Lager gehen? Nein! Das Reinkommen ist ja nicht das Problem, das wieder rauskommen ist das Problem. Aber ich will wissen, was sie da sagen. Ja, ich will das auch wissen, aber jetzt gehen wir, glaube ich, erstmal zu den anderen zurück. Aber wir haben gar nichts rausgefunden. Es ist so voll peinlich, so zu den anderen zurückzugehen. Ach, die anderen haben auch nichts geschafft. Hör doch auf. Außerdem aber haben wir herausgefunden, dass die komisches Alchemisten-Zubehörzeugs kauft. Ja gut, aber sie arbeitet für einen Arzt. Also. Ja, aber sie hat es ja nicht zum Arzt gebracht. Also nicht in seine Praxis sozusagen, sondern hier ins Lager. Ja, aber da hat er ja auch eine Praxis. Also ich weiß nicht, ob das so die krasse Erkenntnis ist. Schnickschnack, los, Marsch, zurück. Ich schiebe sie, ich drehe sie so um vom Lager weg und schiebe sie dann so ein bisschen vor mir her. Macht beide mal einen Aufmerksamkeitswurf. Na nö. Hier ist nichts. Zwei Esprit-Sterne, ist das ein Erfolg? Das ist ein Erfolg, ja. Juhu. Okay. Hagen, du hast ganz kurz den Eindruck, dass im Lager so eine Person mit du glaubst sogar, den hast du vorhin bei dem Doktor gesehen, ein etwas kräftigerer, älterer Mann, der ähnlich wie du hinkt, ganz kurz in eure Richtung geschaut hat, nachdem ihr euch da so ein bisschen komisch auf der Straße verhalten habt. Dann bist du nicht ganz sicher und als du nochmal genauer versuchst hinzugucken, siehst du ihn auch nicht mehr in dem Lager. Okay. Okay, ihr geht zurück. Okay. Mhm. Hagen? Ja. Also rein theoretisch wissen die anderen ja nicht, wie lange wir ermittelt haben, oder? Worauf willst du hinaus? Rein theoretisch könnten wir noch schnell ein kleines Bierchen trinken gehen. Ich habe keinen Durst. Ich habe eben auf dem Markt. So, weitergehen. Vorwärts. Ich will kurz bemerken, wir wohnen in einem Gasthaus. Ich möchte kurz bemerken, 99% des Intellekts sind im anderen Team.
Also ich muss ja durchaus mal darauf hinweisen, Moment, ich will das jetzt noch mal gerade ganz kurz nachschauen, bevor ich was Falsches sage. Mali. Ja, okay, Sinneschärfe ist jetzt nicht dein stärkster Wert, das gebe ich zu. Also Wissensfähigkeiten schon ein bisschen mehr, aber ja, okay. Es ist okay. Also du bist. Ich weiß viel über die Bibel, aber das heißt nicht, dass ja, ich bist, schlau bin. Du bist eine Spezialistin, sagen wir mal so. Das ist wie bei vielen Kirchenleuten, die wissen viel über die Bibel, aber. Ja. Ja. Lasst uns nicht über die Kirche jetzt anfangen zu reden, sonst ist der Abend gelaufen. gut, okay, also ihr wollt noch kurz einkehren. Nein. Okay, ihr wollt nicht kurz Hagen einkehren. Hagen schiebt sie einfach weiter vor sich. Okay, gut. Dann können wir mal kurz zurückblenden zu Caprice und Max. Nachdem ihr die Straße verlassen habt und sozusagen einen Bogen wieder zu Richtung Markt dann macht, was macht ihr? Ich gehe zurück zu unserer Taverne, weil da ist mein ganzes Alchemiezeug und ich habe da sowas zum Analysieren dabei. Mhm. Me too. Also nur auf einem anderen Weg. Okay. Ich gehe mir auf dem Weg noch gemütlich was zu irgendwie so kleines Leckeres holen. Irgendwie sowas kleines Süßes. Bevor ich mit dem Krankheitsscheiß rummache, esse ich noch glatt was. Genau, ja. Falls ich würgen muss, damit auch was rauskommt. Das ist sinnvoll, bevor gleich Galle kommt. Also von daher, ja. das ist schon richtig. Das ist ja auch Falsa, die er macht und man kann es nicht auf sein Brot tropfen. Kleines, das süßes Brötchen. Würde ich nicht versuchen, aber ja, okay. Gut, also es gibt hier so eine Art Süßspeise. Das ist im Prinzip einfach nur in Butter irgendwas aufgequollenen Mehlspeise. Die gibt es aber tatsächlich auf dem Markt auch und kannst du dir holen. Die sind so kleine Bollen. Und ich hole mir 4 Stück davon. Das ist Luxus. Die Verkäuferin, das ist eine Verkäuferin, die ist auch vollkommen irgendwie so 4 gleich. Oh Gott, ja, hier. Ist sehr glücklich, dass gleich 4 davon genommen werden. Und wünscht dir und deiner Familie viel, viel einen guten Appetit dabei. Die geeignete Süßspeise sind übrigens Buchteln. Magdeburger, eine der Magdeburger Spezialitäten. Magdeburger Buchteln. Das ist so eine Mehlspeise, ne? Genau. Das ist wie so Dampfnudeln halt. Für Dampfnudeln, ja genau, so hatte ich das in Erinnerung. Ich wusste den Namen nicht mehr, aber ich wusste Buchteln. Da oben. Okay, danke. Ja, ist ja perfekt. Wieder was gelernt. Ich recherchiere alle Details, muss ich zugeben. Ich esse meine Dampfbuchtel. Okay. Und würde mich dann auf den Weg zurück machen. Genau. Wie der Zufall es so will, kommt ihr alle mehr oder weniger zeitgleich wieder eurem Rasthaus an, im Junkerhof. Hallo zusammen. Wollen wir kurz reingehen? Ich brauche ein Bier. Ich habe zwar kein Bier, aber hier. Und ich würde dir so eine von den Buchteln geben. Oh, danke schön. Das ist aber nett. Einer für dich und ich würde einen Hagen geben und einer für dich. Und ich würde einen Maximilian geben. Mhm. Was ist denn das? Da ist kein Fleisch dran. Ja, aber es ist süß. Na gut. Mhm. Mampf. Es ist ein Dampfnudelartiges mit einem leichten, ganz leichten Zuckerstreuung drauf, weil Zucker ist auch nicht so billig, aber so ein bisschen. Ja? Also so eine klassische Süßspeise. So, Schankraum ist relativ leer eigentlich. Leute sind wohl offensichtlich irgendwie alle Dinge machen und so weiter. Also es ist relativ leer, das ganze Haus. Welche Tageszeit haben wir denn jetzt ungefähr? Na, das Ganze hat jetzt so circa 2,5 Stunden gedauert. Also es ist Mittagszeit. Mittags, okay. Also bevor sich das hier füllt oder irgendwie wir in einem leeren Gastraum mit Echo uns zuflüstern, lass uns doch hochgehen. Sagt auch Caprice, genau. Und ich sage immer, was Caprice sagt. Ich habe eine grandiose Idee. Wie wäre es, wenn wir ein Bier mit hochnehmen? Ah, okay.
Caprice guckt so zu Mali und geht einfach die Treppe hoch. Ich bring mir eins mit. Da hat jemand Alkoholbedarf. Dann würde ich kurz zu Maximilian gehen. Mhm. Obmann, alles okay mit euch? Wir haben eine Menge rausgefunden. Bin gespannt, was ihr so wisst. Ja, lass uns doch einfach nach oben gehen. Ich boxe Hagen so in die Seite. Wir auch, oder? Ja. Komm, wir gehen schnell ein Bier holen. Mhm. Stapfen wir die Treppe rauf. Ja. Ihr kriegt Bierkrüge ohne Probleme, kriegt auch könnt ihr mitnehmen. Und ich stecke mir so meine Dampfnudel in den Mund und balanciere so zwei Biere die Treppe hoch. Das sieht durchaus sehr amüsant aus. Bilder im Kopf. Der Zirkus ist in der Stadt. Vor allem dieser Effekt, wenn so anfängt, die Dampfnudel so ein Stück aufzugehen, weil sie einfach schwer ist. So, ja, komm. So mit dem Bierkrug wieder reinstopft. So. Nein, ja, aber ihr kommt. Dampfnudel landete Bier. Genau, ja. Ihr kommt ohne Probleme oben im Zimmer an und mit Dampfnudeln und Bieren. Buchteln und Bier, genau. Neues Rollenspiel. Anstatt Dungeons and Dragons spielen wir jetzt Buchteln und Bier. Sehr gut. Geil. Ich fange schon mal an, meine Sachen in der Nähe vom Fenster aufzubauen. Mhm. Ich glaube, wir haben Carina verloren. Nee, ich glaube, die ist kurz an die Tür. Aber ja. Genau. Wir füllen mal ein bisschen die Lücken ein, aber auf jeden Fall würde ich vorschlagen, dass ist der Hagen nicht auch jemand, der sich mit Alchemie ganz gut bewandert findet? So? Mit schon Alchemie speziell. Oder mit Kaboom? Also mit Kaboom kenne ich mich sehr gut aus. Und, genau. Ich sag mal, Gesundheitstee kann ich dir auch noch machen. Also ich sag nur, die Augen sehen mehr als zwei und so. Und Hagen, wenn du möchtest, hast du ein paar Handschuhe? Habe ich mit Sicherheit. Ja, lass mich mal gucken. Ich habe ja auch so ein tragbares Mini-Laboratorium dabei. Im Prinzip so ein großer Koffer, mehr oder weniger. Den schraube ich mal auf und versinke da erstmal drinne. Handschuhe, oh, welche Größe? Für dich? Für dich, ich habe eigene. Und sie hätte schon so. Ja, okay, gut. Das war einfach die Sache. Genau. Okay. Und ich würde da erstmal alles aufbauen würde die Fiole in einen Fiolenhalter erstmal stellen und noch nicht aufmachen oder so. Mhm. Also, was ich noch, und ich zeige zu Maximilian, was ich noch gesehen habe in dem netten Büro von dem Herrn Doktoren, sind seine Aufzeichnungen. Und seine Aufzeichnungen sind nicht besonders heilender Natur, sondern eher verstärkender Natur. Sie guckt zu Marlien zu Hagen. Einfach ausgedrückt, er versucht nicht, Leute von irgendwelchen Krankheiten zu heilen, er versucht die Krankheiten, die sie haben, zu verstärken. Oh. Ich sag doch, der Kerl hat was am Stecken. Und was war das mit diesen Tränken? Mit diesem Glaszeug, das sie in den Kasten geworfen haben? Wo ist das hin? Also das Blabla. Glaszeug, das, Kasten verfolgt. Ja, das ist unter die Stadtmauern. Mhm. Aber da weiß ich nicht genau, wo es hin ist. Ich glaube, es ist das hier. Sie zeigt euch die Fiole. Und deswegen gucke ich gleich mal, was hier drin ist. Wenn es aber etwas ist, was Krankheiten verstärkt oder was Krankheiten auslöst, dann müssen wir damit extrem vorsichtig umgehen, dürfen es nicht einatmen und es darf nicht auf irgendwelche Haut- oder Schleimhäute vor allen Dingen kommen. Das heißt, ich schmeiße euch beide gleich raus. Wir haben noch dieses Zeug vom Professor. Ich dachte, Krankheit macht uns nichts. Man braucht es nicht herausfordern. Hm. Und also ich trage den Ring auch unter dem Handschuh. Das ist ja nur so ein, das ist ja kein dicker Siegelring oder sowas. Ein Silberring, der steht da nicht.
Nochmal, Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden. Der Ring, der uns gegen die Miasmen schützen soll, der ja. ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Prunkding, sondern das ist halt irgendwie das so ein. Das ist ein einfaches Ring. Silberband. Das sieht fast wie okay. Also sehr schlichter, einfacher Ring. Dann kann ich da meine Lederhandschuhe ohne Probleme drüber ziehen und das stört nicht. Ja. Okay, perfekt. Ja, den würde ich unter den Lederhandschuhen tragen. Und der Plan soll so wie geplant voll vonstatten gehen. Und es wurde unterzeichnet mit Imogen? Imago. Imago? Okay. Sagt dieser Name euch irgendetwas? Nein, keine Ahnung. Wir können natürlich gerne mal, Land und Leute, was würfelt man denn auf sowas, auf keine Ahnung haben? Land und Leute könntet ihr würfeln. Macht doch mal. Sind drei. Zwei. Zwei. Nein. Einer. Ich habe drei, oder? Ja. Echt? Ja. 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 Nee. Doch. Ja, 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 drei. Ja. Drei. Nee. Nein, also der Name Imago sagt euch überhaupt nichts. Aber Mali, weil während du gerade da sitzt mit deinem Bier und gemütlich über den Tag nachdenkst und nochmal über den Doktor nachdenkst, fällt dir gerade was anderes ein, weil du hast über deine medizinischen Fähigkeiten nachgedacht und über deine kirchlichen Fähigkeiten nachgedacht. Und dir ist aufgefallen, dass der Name Pantalon nicht nur seltsam ist, sondern auch einen religiösen Bezug hat. Ich dachte, das heißt Hose auf Spanisch. Jetzt bist du ja katholisch gebildet. Sagen dir die 14 Nothelfer etwas? Ja! Pantalon ist einer der 14 Nothelfer, nämlich der Patron der Ärzte und Hebammen. Nee, das doch. Wusste ich nicht. Pantaleon eigentlich geschrieben, aber auch in manchen Schreibweisen Pantalon. Ich habe heute noch was über die 14 Nothelfer auf der Arbeit gelesen. Aber den habe ich nicht gesehen. Mann, wie witzig wäre das, wenn ich den heute auf der Arbeit gelesen hätte und dann, naja. Ja, gut, okay. Aber das ist so wirklich gibt. So dieses Imago, Pantalon, Pantaleon, Haararzt und dann wirklich so Raster, Klick. Ja, ich verschluck mich an meinem Bier und huste ein bisschen unwürdig und dann bin ich so, wusstet ihr, dass Pantaleon, einer der 14 Nothelfer, ist zuständig für Ärzte und Hebammen. Nö, ne, wusste ich nicht, kenne ich nicht. Muss was katholisch sein. Ich kenne nur Notgroschen. Was hat das zu bedeuten? Künstlername. Dass der Mann gläubig ist, ist dieser Schutzherr mit dem Teufel in Verbindung? Nein, die Nothelfer helfen gegen alle möglichen schlimmen Dinge auf der Welt. Und eine Not ist natürlich, wenn man krank ist. Und dann geht man zum Arzt und deswegen gibt es den. Aber das klingt für mich so, vielleicht als wäre es ein sehr bewusst gewählter Name und vielleicht ist es nicht der Name, den ihm seiner Mutter bei der Geburt gegeben hat. Zumindest nicht der Nachname, den die Mutter bei seiner Geburt gegeben hat, aber egal. Ja. Okay, Imago ist dann auch kein Name, der so irgendwie, das ist ja auch ein Deckname. Der Typ hat Dreck am Stecken. Ja. Habe ich denn einen anderen Namen bei den ganzen Zetteln, die ich gesehen habe auf seinem Schreibtisch? War der irgendwann mal nicht an einen Dr. Pantalon adressiert, sondern an einen anderen Namen? Erinnern würde ich mal unter Erkennen packen. Erinnere dich. I try so hard. Drei. Drei von vier. Let's go. Okay. Lass mich kurz gucken. Jetzt muss ich gerade gucken. Ja, und zwar, also
was du gesehen hattest, ist, dass er immer als Alexander Pantalon irgendwo was unterschrieben hat. Aber du hast an einer Stelle in derselben Handschrift, erinnerst du dich an einen anderen Namen, den er verwendet hat, und zwar Kaspar Steutlin. Kaspar Steutlin. Ja, genau. Kaspar mit K und dann Steutlin. Steutlin, also ein schwäbischer Name eigentlich. Steutlin. So. Nur Verbrecher haben zwei Namen. Nee, mit Ä und U. Also Steutlin, also Stau. Ah, okay, alles klar. Ja. Okay, alles klar. Ich würde das den anderen noch sagen. Also, ich habe da noch eine Unterschrift gesehen, die gleiche Handschrift war wie der Doktor, aber mit einem anderen Namen unterschrieben hat, und zwar mit Kaspar Steutlin. Sagt euch das irgendwas? Nö. Nö, zweifelsfall nicht. Aber ich kenne niemanden, der keinen ernsthaften, ehrlichen Bürger, der zwei Namen hat. Das hat man nur, wenn man irgendwas im Schilde führt. So wie wir. Dürfen wir nochmal Land und Leute? Entschuldigung. Entschuldigung. Aber ist doch aus der Hagen, weil er verwendet nur einen Namen. Das liegt nicht daran, dass er nichts im Schilde führt. Dürfen wir nochmal Land und Leute würfeln? Unbedingt. Okay, aber als diese Knechte da wegmarschiert sind, der eine mit den Warzen und der andere, die in zwei verschiedene Richtungen gegangen sind, um ihre komischen Sachen abzuliefern, was immer das werden wir ja gleich rausfinden, werdet ihr gleich rausfinden. Da haben sie irgendwas gemurmelt von wegen, die Stadtmauer wirkt wie ein Gefängnis und irgendwas mit Pantalonplan und so. Hoffen, das Zeug wirkt. Genau. Und wenn sie davon ausgehen, dass sie was Übles im Schilde führen und mehrere Fiolen, also Kisten voll Fiolen verteilen, dann und die in die Kasematten tun, wo sozusagen die nach innen Richtung Stadt gehen von den Stadtmauern aus, dann ist es wohl irgendwas, was sicherlich für die ganze Stadt nicht gut sein wird. Wir sollten uns also diesen Doktor heute Abend nochmal näher vorknöpfen. Ich habe ja gleich gesagt, befragen. Meiner Meinung nach stimme ich Maximilian in allen Punkten zu, bis auf das vielleicht befragen. Ganz nett. Ich glaube auch, dass diese Sachen, wir gucken gleich nochmal nach, um die Gewissheit zu haben, dass diese Sachen dafür da sind, um Krankheiten, vielleicht sogar die Pest in der Stadt zu verteilen und das Ganze abzuriegeln. Weil das stinkt wirklich nach Beelzebub. Ja, das stinkt nach Beelzebub. Das stinkt vor allem Dingen nach einem großen Menschenopfer. Richtig gut für Rituale oder ähnliches. Ihr hört ein schweres Klopfen an eurer Tür. Ich würde ganz casual ein Laken über meine alchemistischen Sachen werfen, während ich die Fiole wieder zu mir einstecke. Wer da? Ich. Magdalena? Und ich bin du. Und bei ich ist es eine männliche oder weibliche Stimme? Es ist und eine männliche Stimme. Es ist euer Bekannter, der Herr von Donner von Donners. Donners. Ich mach die Tür einen Spalt weit auf, stell die Tür davor. Ja. Stell die Tür vor die Tür. Stell den Fuß vor die Tür, damit nicht jemand die mit Gewalt reinschubsen kann. Ja. Und dann schaue ich erstmal, ob das da. Er ist es wirklich. So ein Zufall. Kommt rein. Wir haben ein paar Sachen zu besprechen. Es gibt keine Zufälle. Geht's euch gut? Er guckt euch erstmal mal an. Er sieht so aus, als wenn er wirklich gerade reingeritten wäre. Er ist in Staub bedeckt und hat auch den Dreck und den Schweiß von einem langen Ritt im Gesicht stehen und wir Bier und Buchteln. Und ist alles gut. Die Buchteln sind jetzt alle weg. Also davon gibt es keine mehr. Bier gibt es noch. Setz dich hin und guckt euch an, so dieses und. Also wir denken, dass der
Doktor versucht, die ganze Stadt mit der Pest zu infizieren. Oder irgendwas. Oder irgendwas anderes. Oh. Bla bla, Stadtmauer, bla bla, Leute bringen hin, okay. Bla bla, bla bla bla. Ich reiche ihm den Rest von meinem Bier rüber. Da musste ich auch erstmal einen Schluck trinken. Schunk. Nimmt einen kräftigen Zug, bedankt sich und sagt... Sag euch der Name Imago irgendwas. Ihr könnt euch doch besser aus in den Kreisen. Der Name, ich habe den, glaube ich, schon mal gehört, aber da muss ich noch mal... Ja? Kaspar Steutlin. Steutlin? Mhm. Der Name sagt mir was. Da war irgendwas in Stuttgart. Ich erinnere mich dran, das war irgendeiner, der mit Leichen rumexperimentiert hat. Dr. Pantalon ist unserer Meinung nach Kaspar Steutlin. Oh, okay, also ein eventuell Nekromant oder Schwarzmagier. Jemand, den man vielleicht nicht einfach versuchen soll, auf die Fresse zu hauen und sie guckt so zu Maximilian drüber. Aber ganz erst recht. Ja, vielleicht nicht so eine gute Idee, aber okay, also das Spannende ist, also das ist erstmal vielen, vielen Dank, ihr wart ja richtig, richtig erfolgreich. Ja, wir alle vier zusammen. Mhm. Ihr habt auch von der Substanz erzählt, die ihr eingesammelt habt. Habt ihr euch das schon angeguckt? Da waren wir gerade kurz davor. Okay, sehr vorsichtig und am besten irgendwie, um die Miasmen einzufangen, ein paar Kräuter abfackeln oder sowas drumherum. Ihr habt ja Kräuter eingekauft vorher. Eine ganze Menge. Ja. und sobald eure Ringe anfangen zu pulsieren, das Zeug nach Möglichkeit irgendwie vernichten mit Feuer oder sowas. Die Ringe tun was? Ich ziehe meinen Handschuh ab. Pulsieren. Wenn sie euch schützen vor den Miasmen, pulsieren sie. Och. Ich würde mir irgendeinen Tonkrug suchen, in den ich ganz schnell Dinge reinschmeißen und zumachen oder was rein verbrennen kann oder so. Mhm, gut. Stimmt es, dass der Dessauer in der Stadt ist? So ja. Sagt man. Okay, weil die Information, die ich aus Berlin habe, ist, dass der entführt werden soll eigentlich. Das wäre ja, wenn so eine Panik in der Stadt ausbricht, wegen irgendeiner solchen Miasmenwelle, vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, das zu tun. Sonst kriegt man ihn hier wahrscheinlich nicht so ohne weiteres raus. Das wäre aber eine Operation auf einem Maßstab, der richtig groß ist und nicht nur einer kleinen lokalen Zelle irgendwie zuzuordnen wäre. Weil einen solchen Ausbruch in einem größeren Maßstab und dann auch nach einer Entführung? Ich sage ja, wir sollten den Herrn Steutlin mal befragen. Ist diese Person Imago irgendwann in einer Form in Erscheinung getreten? Als Brief. Und sie meinte, ich glaube, es ist eine Frau, wenn ich mal so frei bin, nach der Handschrift zu gehen. Sie hat gesagt, dass der Plan wie besprochen fortgeführt werden soll. Also würde ich auch davon ausgehen, dass das bald passiert. Und wenn sie was besprochen hat, dann ist sie vermutlich nicht allzu weit weg oder zumindest vorübergehend hier gewesen, weil sonst werden wir besprechen. Oder über Briefverkehr. Na, ist dann also die geschrieben. Okay, dann guckt ihr jetzt erstmal die Substanz an, ob ihr irgendwas herausfinden könnt und Sie gehören doch zu so einem mächtigen, leutebesitzenden Orden, Dingsi-Bums. Der Wächterbund. Genau. Genau. Ich habe jetzt vielleicht noch nicht so ganz alles richtig verstanden. Aber ich frage mich jetzt, wenn die anderen gesehen haben, dass irgendwas in diese Stadtmauer gebracht wurde und das vielleicht eine Krankheit ist und da vielleicht gerade alle Menschen krank gemacht werden, kann Ihr Wächterbund nicht einfach die Sachen aus der Mauer rausräumen?
Ja, so einfach funktioniert das ja nicht. Wir müssen im Prinzip Beweise haben, um vorgehen zu können und damit das Militär uns Zugang zu seinen Anlagen gewährt. Und selbst wenn ich beim Militär entsprechendes Gehör finden sollte, was unwahrscheinlich ist, weil insbesondere das Militär hier sehr stark herabschaut auf Leute wie uns, glaube ich nicht, dass sie uns einfach so Zugang gewähren würden, sondern dann selber anfangen würden, nach irgendwas zu suchen. Und wenn es wirklich um die Stadt als solches geht, dann wird auch nicht nur innerhalb der Militäranlagen Es wird woanders auch noch das sein. Das wird in der ganzen Stadt verteilt sein. Also realistisch betrachtet wird es um den Markt herum, an den Brunnen und so weiter entsprechende Vorräte geben. Wie die ausgelöst werden in der Kirche, wie die ausgelöst werden, ist dann halt noch eine der Sachen. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob es sinnvoll ist, wirklich offen vorzugehen oder noch mehr herauszufinden über, mit wie vielen Leuten wir es zu tun haben. Also es wird ja nicht nur der Doktor sein, er wird Hilfe und Helfer haben und ob eventuell eben der Zugriff auf diese Person Imago in irgendeiner Form möglich wäre, weil, also jetzt mal unabhängig von dem Unmittelbaren, es geht ja auch darum, ihnen mit ihren, also euch mit eurem Fluch zu helfen. Und wenn diese Imago jemand ist, die das angestoßen hat oder zumindest irgendwie die Fäden in der Hand hält, dann hat die wieder vielleicht Verbindungen zu anderen Zellen. Aber wäre es nicht ziemlich egoistisch von uns, wenn wir jetzt nur Dinge herausfinden wollen für uns, während jeder Zeit und in jeder Minute, was auch immer, dieses Krankheitszeuges aktiviert werden kann und alle hier in der Stadt sterben könnten? Und wenn wir zu hastig vorgehen, könnte es sein, dass sie eine Schnellschussreaktion machen und alles, was vielleicht erst in der Woche passiert, schon direkt zünden. Aber es kann ja auch sein, dass der Plan sagt, dass es schon heute Nacht alles passiert. Wir können uns ja nicht darauf verlassen, oder? Ich glaube, dann wäre mehr Aufregung bei den Leuten. Ich habe eine Idee. Gibt es nicht irgendwelche besonderen Tage, so irgendwie Mondfinsternis oder sowas, die Baals-Anhänger besonders mögen? Das wissen sie doch bestimmt. Beelzebub. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es einen bestimmten Tag jetzt gäbe, an dem irgendwas passieren müsste. Das Einzige ist, wenn meine Informationen stimmen, dann ist der Dessauer noch 3 Tage in der Stadt. Und wenn er tatsächlich entführt werden soll, dann wird es innerhalb der nächsten 3 Tage passieren. Das Problem ist eben, wo er sich aufhält in der Stadt, weiß ich zumindest nicht. Und das ist wohl auch in Kreisen des Militärs nicht unbedingt immer so klar. Es gibt aber eine... War er nicht in der Kirche? Er war in der Kirche, genau. Und es gibt eine Veranstaltung mit den Stadtoberen übermorgen oder morgen Abend. Da wollte ich aber hier noch mehr rausfinden. Jetzt gucken wir uns erstmal das an. Und ich denke noch mal ein bisschen nach. Und er meint, ich komme sofort wieder, ich hole noch mal ein paar Getränke und etwas zu essen. Dann gehen Sie aber bitte in den Raum nebenan, weil wir brauchen jetzt gleich Ruhe. Und ich scheuche auch Maximilian und Mali so ein bisschen in Richtung Tür. Warum muss ich gehen? Weil sie jetzt mit dem Kreis rummachen, wegen der Krankheit und so. Aber ich bin ausgebildete Medizinerin, also bei aller Liebe fürs Volk, aber ich bin doch diejenige, die am besten assistieren würde. Ich kann nicht so umgehen mit sowas. Ich nicht. Ich gehe raus. Mali und Hagen hin und her. Ich kenne mich mit Giften und schwierigen Substanzen aus. Also ich muss auf jeden Fall hier sein. Mhm. Ihr seid eine gute Kombi. Medizin, Gifte und Boom.
Marley, hier sind noch ein paar Handschuhe, hier ist noch ein Tuch, macht ihr das vor dem Mund? Ja. Dann machen wir das. Gut. Ich sage euch, was ihr tut, ja? Mhm. Gut. Okay. Wie möchtest du vorgehen? Ich brauche eine Beschreibung, wie du vorgehen möchtest und was die anderen beiden tun sollen. Ich habe ja meine Kölbchen und Pröbchen, alles Mögliche aufgebaut. Und ich erinnere mich ja auch ein bisschen an die Zutaten praktisch, die ich gesehen habe in dem Labor. Mhm. Das heißt, die würde ich erstmal alle, an die ich mich erinnere, würde ich erstmal aufschreiben. Mhm. Und würde die Liste erstmal Mali geben, dass sie praktisch kurz drüber nachdenkt, hey, wofür werden diese Sachen denn, diese Kräuter alles, wofür wird das benutzt? Mhm. So regelmäßig oder im allgemeinen Gebrauch. Während ich Hagen dazu mitnehmen würde, halt Sachen zu halten oder Sachen einzustellen, an dem Bunsenbrenner zu sagen, so weniger Feuer, mehr mhm. Feuer. Praktisch die so ein bisschen, während ich mhm. die Feinhandarbeit mache und da also, penibel dein darauf Bunsenbrenner achte. Ist eine Öllampe, aber es ist so. Aber das praktisch Hagen so ein bisschen den Fokus auf die Gerätschaften hat und ich dann praktisch die Sachen hin und her bewege und darauf achte, dass diese Flüssigkeit nirgendwo hinkommt und richtig aufgedröselt wird und dass ich am Ende mhm. praktisch weiß, okay, was ist hiermit, was ist damit, und ich würde auch gleichzeitig noch irgendwie so ein bisschen was Organisches mir suchen, um daran zu testen, wie zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf ein Blatt tropfe, mhm. wie funktioniert das? Wenn ich das auf ein Blatt mit Läusen tropfe, wie funktioniert das? Mhm. Okay. Das also, dann macht alle drei bitte mal einen Wurf auf Wissensgebiete. Nicht Fingerfertigkeit. Nee, das ist... Ja, ihr dürft Qs, Ideen einsetzen. Bei Wissensgebiete ist es Ideen. Ah, klar. Okay. Wie ging das nochmal mit dem Zusatz? Shift und dann drauf. Shift und drauf, genau. Ja. Shift. Vier. Und. So. Wow, einer. Ja, gut. Das reicht, um Gerätschaften zwei sicher zu bedienen. Bei 10 Würfeln. Mhm. Vier. Okay, also ich fange mit Marlies an. Also ganzen Sachen, die du aus den Notizen irgendwie hast, was da an Sachen sind oder sowas, machen für dich im Zusammenhang keinen Sinn. Also einiges davon wären schmerzlindernde Kräuter, anderes ist einfach nur irgendwie ein Bindemittel. Du siehst da kein Muster drin. Also aus medizinischer Sicht. Das Einzige ist, was dir auffällt, dass das Wenigste davon auch in irgendeiner Form in Flüssigkeit extrahiert werden kann, nach deinem Wissen. Also das, wenn das irgendwie passiert, dann ist da fehlt dir irgendeine Information. So. Hagen, du kannst all die technischen Sachen und so weiter perfekt machen. Also da passiert gar nichts. Im Gegenteil, du optimierst sogar noch ein bisschen die Stellungen und so weiter. Das funktioniert alles gut. So. Caprice. Du beginnst damit erstmal, also beginnst du mit den Nichterhitzungstests oder beginnst du mit den Erhitzungstests? Wahrscheinlich erstmal Nichterhitzung und dann Erhitzung, weil meiner Meinung nach bei Erhitzung mehr passieren kann. Mhm, okay. Oder? Ich kenne mich mit Alchemie nicht aus. Sagen wir einfach mal so, also was dir sofort bewusst ist, wenn es etwas ist, was über Luft übertragen wird, und Miasmen sind ja Dinge, die über die Luft ertragen wird, das ist selbst in dieser Zeit und auch nicht Alchemikern bekannt, wenn ich etwas erhitze, entsteht Dampf. Sprich, irgendwas wird in die Luft entlassen. Was das ist und warum und wie, das mag nicht jeder verstehen, aber das ist bekannt so. Und das heißt, Erhitzen ist auf jeden Fall mal gefährlicher als Nicht-Erhitzen. Deswegen beginnst du auch. Ja. Ja. Instinkt war richtig. So, und du machst einen Läusetest. Das, was passiert, nachdem du also wirklich an Minimummenge auf Papier packst, wo Läuse rumlaufen, passiert erst gar nichts. Die gehen auf die Flüssigkeit.
und nach kurzer Zeit sterben die alle. Mhm, okay. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, das passiert bei ganz vielen Chemikalien, auch nicht unbedingt nur Gifte, sondern weil einfach irgendwas bei den Tieren triggert. So. Ansonsten hat die Flüssigkeit, sie fühlt sich sehr, sehr dünnflüssig an. Also sie hat eine niedrige Viskosität oder so ähnlich, ich glaube, so heißt das. Also sie ist nicht sehr zähflüssig, sondern das Gegenteil. Ja. Dieses Wort, dünnflüssig, es ist dünnflüssig. So. Das heißt, sie vermutlich kann man sie extrem gut, aus heutiger Sicht würde man vermutlich sagen, vaporisieren, also in der Luft verteilen. Mhm. Gut. Beziehungsweise, wenn man sie in Wasser auflöst, und das kannst du auch machen als Test, einfach mal in Wasser auflösen und du siehst, also sie ist farblos, aber du siehst am Schlierenverhalten ganz am Anfang, direkt von der Kerze, kannst du das schön sehen, wie sich das sehr schön verteilt. Okay. Und dann aber auch nach kurzer Zeit nicht mehr sichtbar ist. Mhm. Und dann würde ich praktisch das Ganze mal erhitzen. Und ich weiß, ich habe wahrscheinlich auch so, ich weiß gar nicht, wie das damals war, aber so Teststreifen, um zu sagen, so, hey, kein Löschpapier. Basisch, nein, das kommt alles sehr viel später. Aber was du sofort merkst, als du dann anfängst, das zu erhitzen. Ich würde das so in so einen Kolben erhitzen praktisch. Mhm. Also so ein Glaskolben, dass es halt aufsteigt in diese Glaskuppel rein und nicht einfach sich im Raum verteilt. Trotzdem ist es so, dass eure, also weil das einfach nicht hundertprozentig alles dicht ist, das ging zu der Zeit auch einfach nicht, eure drei Ringe fangen an richtig zu pulsieren. Dann würde ich sofort damit aufhören, würde das Glas praktisch nach draußen halten, wo das reingewabert ist und würde allen sagen, so aus dem Raum raus, sofort. Das habt ihr übrigens alle gemerkt. Also der Ring wirklich kurz so Puls. Dann würde praktisch. Ich habe da schon mal was vorbereitet, so ein bisschen Zündwolle. Ich würde das jetzt vielleicht nicht direkt verbrennen, weil es dann auch in der Luft ist. Marley ist schon weg. Tschüss. Also ich würde das Ganze praktisch so gut abdecken. Aber das dauert dann nur eine Sekunde und dann ist es auch weg. Ich würde das alles abdecken, so gut es geht. Und dann sind unsere Beweismittel vernichtet. Und würde halt einen Korken auf die Fiole machen, dass da nichts mehr rauskommt. Und würde dann auch selber, wenn alles praktisch aus und verschlossen ist, würde ich auch selber an die frische Luft gehen. Mhm. Und würde Hagen so beziehen. Okay. Ja, gut. Dann lösche ich meine Wolle wieder. Max, du kommst raus, als gerade euer Begleiter wiederkommt mit noch ein paar Bierhumpen und ein bisschen was zu essen und geht dann in den anderen Raum rüber und er fragt dann auch noch so, und wie hat sich die Truppe so gemacht? Hervorragend. Wir haben ausgezeichnet zusammengearbeitet. Die sind alle sehr nützlich. Wir haben sehr viel rausgefunden dank ihres Einsatzes. Hervorragende Truppe. Mhm. Gut. Sehr talentiert. Also für den Wächterbund also wirklich ein Gewinn. Ich denke ja. Also sicherlich muss noch ein bisschen Koordination geübt werden. Und wir haben sie noch nicht im Kampf gesehen, ne? Das stimmt. Aber da haben wir ja zumindest schon mal zwei sehr erfahrene dabei. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind die anderen ja auch durchaus kampferprobt. Zumindest von ihrem Verhalten her. Gut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich frontal vorgehen sollten oder ob wir nicht wirklich noch versuchen sollten, irgendwie uns notfalls als Aussätzige auszugeben oder ihr euch zumindest, während ich versuche, das Militär zu überzeugen, was hier vorgeht, um im Lager ein bisschen mehr herauszufinden. Hat euch bisher irgendjemand groß erkennen können von den involvierten Personen? Naja, mich hat auf jeden Fall einer der Assistenten von Pantalon erkannt. Aber der darf angeblich nicht aus dem Haus. Insofern gehe ich mal von aus, wird er das auch nicht tun. Mhm. Die beiden Mali und Hagen sind wohl auf das Lager zu, aber hoffentlich rechtzeitig abgedreht. Nichtsdestotrotz, im Haus sind lauter Unterlagen.
Schriftstücke und Aufzeichnungen über die Pläne. Wenn wir was rauskriegen wollen dafür, was sie vorhaben, dann ist sicherlich das kein schlechter Ort, bevor man ins Lager reingeht. Man könnte natürlich dann wahrscheinlich nur einmal ins Haus eindringen. Danach sind sie gewarnt. Das heißt, man muss danach schnell gehen. Aber Caprice war ja schon im Haus. Ja, können wir ausschließen, dass der junge Mann das nicht dann doch mitbekommen hat? Da bin ich ziemlich sicher. Der war sehr mit mir beschäftigt. Abgelenkt nach gerade. Kann natürlich sein, dass danach, also sie hat, gehe ich von aus, Vorsicht walten lassen. Insofern hoffe ich mal, dass sie keine Spuren hatte. Aber was wir auf jeden Fall tun sollten, wenn sie noch mehr von diesen Dingern verteilen, ist rausfinden, wo sie die hinverteilen. Das heißt, irgendjemand muss auf jeden Fall das Haus im Blick behalten und dann die Handlanger verfolgen, um zu schauen, wohin sie das Zeug bringen. Denn selbst wenn wir wem auch immer jetzt das Handwerk legen, wer weiß, ob da nicht irgendwie ein großer Ring dahinter steckt. Und wenn es wirklich eine Verschwörung ist, wer weiß, ob nicht mehrere da drin sind und das dann irgendwann alles gleichzeitig zünden. Und dann wissen wir nicht, wo das Gift ist. Oder was immer es dann sein wird. Okay. Ich habe eine Idee. Aber warten wir jetzt erstmal ab, was drüben rauskommt. Und dann lass uns nochmal in der Gruppe besprechen, wie wir weiter vorgehen. Plom, plom, plom. Stolper, stolper, stolper. Ihr kommt aus dem anderen Raum raus. Und? Caprice, sag mal, das ist doch ein Gasthaus hier. Hier laufen doch bestimmt Ratten und Mäuse rum. Nein! Wenn du mir eine fangen willst. Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwo ein paar gefüllte Fallen sind. Tu dir keinen Zwang an. Lebendfallen, glaubst du, haben die hier? Klar, die Peter kommt kontrollieren. Na klar. Ansonsten locke ich einfach eine an. Also im oberen Stockwerk, wo ihr untergebracht seid, nicht. Aber unten im Hinterhofbereich und da, wo die Latrine ist oder sowas, sieht man natürlich ein paar Mäuse und auch eine Ratte. Also es ist nicht so, das ist nicht ein paar. Nur eine. Nur eine. Das ist übrigens auffällig. Nur eine. Ist Hagen da aus Versehen auf etwas gestoßen? Die Hausratte. Angelika, die Hausratte. Nee, Magdalena. Das ist Magdalena. Ja, natürlich. Ey, nein, das ist die Magd. Die verzauberte Magd. Die verzauberte Magd. Ja, sag mal, Mädel, bringt dir das was oder? Aber ich meine, dass es giftiger Scheiß ist, wissen wir doch jetzt, oder nicht, oder wie? Also ich meine... Auf jeden Fall. Na gut, mehr müssen wir doch nicht wissen jetzt. Na gut. Wenn man dieses Zeug in Wasser auflöst und verdampfen lässt, also erhitzt, dann verbreitet sich das wahrscheinlich sehr schnell und ist sehr schädlich. Und es wird einfach über die Luft verteilt. Aber man braucht erst was mit viel Wasser, was man erhitzt. Also das ist ja jetzt immerhin nichts, was man einfach ins Trinkwasser schütten kann, oder? Würde das auch funktionieren? Das ist die Frage, wenn man ganz große Bereiche mit dieser Flüssigkeit zum Beispiel tränken würde und verbrennen würde, wie zum Beispiel, ich weiß auch nicht, Stroh oder ähnliches. Aber dann bräuchte man sehr viel davon. Oder Weihrauch. Entweder das oder man Schwenker in der packt, Kirche. Oder man packt es in den Grundwasserbrunnen und dann jedes Mal, wenn jemand kocht zum Beispiel, wird er langsam vergiftet. Jedes Mal, wenn jemand daraus trinkt, wird er langsam vergiftet. Aber jedes dann meinst du bei der, also weil du hast ja jetzt nur Wasser reingetan, was wenig Wasser war, aber wenn man es in den Brunnen tut, ist ja da viel Wasser. Weißt du, was ich meine? Ja, und damit vergiftest du trotzdem die Leute. Je nachdem, wie potent das Zeug ist. Und es hat wirklich, der Ring hat instant angefangen zu pulsieren, als ich es verbrannt habe. Je nachdem, wie konzentriert das ist, ist es schädlich
und gefährlich. Und wie gesagt, wenn du das in einen Kochtopf packst, du riechst es nicht, du siehst es nicht, ob du es schmeckst, ich habe es jetzt nicht probiert, werde ich auch nicht. Weiß ich nicht. Aber das müssen wir ja noch mehr wissen. Daher sind doch alle schuldig. Stark verdünnt. Also ich meine, ob sie stark verdünnt schuldig sind oder pur schuldiger, ist mir doch Schnurz. Giftmischer. Selbst wenn wir sie als Giftmischer enttarnen, erstens könnten sie darüber argumentieren, dass das ja zu wissenschaftlichen Zwecken dient, um eine Heilkraft für die Pest zu finden. Da kann man sich sehr leicht rausreden. Absolut leicht. Besonders wenn du einen guten Stand in der Stadt hast, wie zum Beispiel dieser Doktor, der ganz vielen Leuten schon geholfen hat und ganz viele Leute schon geheilt hat. Wenn wir den jetzt einfach nur bezichtigen und natürlich mit der Substanz, das können wir tun, und dann sagt er, ja, ich suche gerade nach einem Mittel für die Pest und wie Sie wissen, um ein gutes Gegengift für etwas herzustellen, braucht man erstmal das Gift. Und dann stehen wir vor Null und der Typ weiß, wie wir aussehen, wer wir sind, dass wir ihm auf der Schliche sind und wird wahrscheinlich dementsprechend reagieren. Aber Caprice, vielleicht weiß ja nur der Doktor, wie man das macht. Dann können wir einfach die Vorräte kaputt machen und den Doktor kaputt machen. Also zumindest seine Assistenz können diese Gerätschaften bedienen und sind in seiner Abwesenheit dafür zuständig, dass das weiter abgefüllt wird. Also dann töten wir die halt auch noch. Das sind fünf Leute, ansonsten geht da die ganze Stadt zugrunde. Also hier. Ja, du weißt auch aber nicht, ob er das Mittel nicht von dieser, ich vergesse ihren Namen immer. Imago hat, ob er es aufgeschrieben hat, ob es schon verbreitet wurde oder ob nur er und seine Handlanger das wissen. Deswegen sage ich, wir müssen den Doktor zu fassen kriegen und dann befragen. Alles nicht. Dann finden wir es raus. Ja, also, Maximilian kann ihn doch verhören. Du kannst doch besondere männliche Verhörtaktiken. Weil ich glaube, meine funktionieren bei dem nicht. Besonders. Ich schaue so lange, bis er die Wahrheit sagt. Oskar Feuer von Feuerstein meldet sich so. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssen noch mehr rausfinden. Ich bin der Meinung, wir müssen rausfinden, wo diese Sachen stehen, wo diese Flaschen hin sind und tendenziell hohe Tiere vom Militär darauf aufmerksam machen, weil die Wachen hier, die auch vor dieser Kaserne und so stehen, die sind mit drin. Aber gut, Sie haben, die Markt hat Kork, das hat ja, haben ja Mali und Hagen rausgefunden, Kork gebracht, nicht etwa dahin, wo die Flaschen abgefüllt werden, was man ja vermuten könnte, sondern in das Lager. Ja, wir gehen im Moment davon aus, dass nur da Flaschen abgefüllt werden und nicht auch im Lager. Genau, also aber was macht man dann mit dem ganzen Kork dort? Also irgendwas brauchen die ja und ich nehme an, es wird irgendwie wieder zum Verschließen von irgendwas dienen oder sowas. Wir wissen zum ja auch gar nicht, woher diese Pflanzen Absichten kommen, außer dass er Teile davon reinschmuggelt. Sprich, irgendwas passiert in dem Haus vom Doktor im Lager vermutlich auch. Zweitens glauben wir, dass in dem Lager, weil Beelzebub natürlich auch irgendwelche Leute sind, die potenziell sowieso schon im Kult aktiv sind. Also unter den Kranken sind potenziell Beelzebub-Anhänger. Sprich, wir müssen davon ausgehen, dass das Lager zumindest Augen hat, die uns beobachten werden. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt also in das Lager reinmarschieren, einfach so, dann, wenn wir auffällig sind, was wir im Zweifelsfall sein könnten, und ich gucke irgendwie Mali und Hagen an, dann laufen wir Gefahr, dort entdeckt zu werden. Mein Vorschlag? Heute Nacht ins Lager, das ja nicht besonders gut bewacht ist, ins Haus einbrechen und sich da umschauen. Und wen wir finden, so lange hauen, bis sie Wahrheit sagen. Machbar. Okay. Mein Vorschlag wäre ein bisschen anders gewesen, nämlich wirklich sich als Aussätzige verkleiden und in das Lager eindringen und so tun, als wenn man eventuell sogar dazugehört. Nee. Aber wie viel Zeit haben wir noch? Jetzt ist tagsüber, jetzt setzen wir uns da rein, tun so, als ob wir dazugehören würden, reden mit irgendwelchen Leuten, versuchen, die da auf unsere Seite zu ziehen, müssen rausfinden, wer ist, müssen dabei nicht entdeckt werden, während wir versuchen, so zu tun, als ob wir jemand anders sind. Und ich gucke wieder Hagen und Mali an.
und uns unauffällig benehmen. Da scheint mir das mit der heute Nacht eindringen. Ich gucke mal so raus. Und es ist ja schon Nachmittag langsam. Scheint mir doch die schnellere Möglichkeit zu sein. Denn ehrlich gesagt, wenn übermorgen die Entführung stattfindet und oder die Stadt abgefackelt oder verbrannt, verseucht wird, dann bleibt nicht viel Zeit für Feinheiten. Ja, also ich verstehe ja, Caprice und Herr Feuerstein, Sie sind ja hier die Schlauen und so, aber ich verstehe ja auch mehr Informationen und alles, aber Sie wissen ja auch nicht, wann jetzt dieses Teufelszeug hier, und es ist eindeutig Werk des Teufels, beziehungsweise des Baals oder des Beelzebubs, das ist ja logisch, wann dieses aktiviert wird. Und wir können nicht das Leben der ganzen Stadt riskieren, um mehr Informationen rauszufinden. Also ich verstehe schon, dass wir das schlauer angehen müssen. Deswegen die Feinheiten überlassen Hagen und ich, glaube ich, dann auch Ihnen. Aber ich denke, wir müssen schnell handeln, weil wir können jetzt nicht hier riskieren, dass alle Menschen in dieser Stadt vergiftet werden. Dafür ist doch Ihr Orden da, um Menschen zu schützen. Es ist einfach zu sagen, wir machen das Bestmöglichste, aber jetzt und gleich. Das ist idealistisch. Natürlich wollen wir die Sachen nicht auf die Stadt loslassen. Aber wir können jetzt auch nicht mit den Fingern schnipsen und haben die perfekte Lösung parat. Und es ist einfach für euch dann zu sagen, ja, das Denken überlasse ich jetzt euch. Wir haben gerade beide sehr gut dargelegt, was unsere Möglichkeiten sind, ohne dass wir hier jetzt ins sprichwörtliche Wespennest reinstechen. Ich fürchte, es gibt keine Wahrheit, was jetzt der bessere Weg ist. Das wissen wir erst im Nachhinein, nachdem wir wissen, wann, wie und mehr Informationen haben. Das ist genau das Problem. Ja, das habe ich doch gerade gesagt, was der bessere Weg ist. Wir wissen das ja, jetzt. Ja, wir machen, was Maximilian sagt. Ich finde das auch gut, weil ich wollte nur zustimmen, weil ich finde, das ist der beste Weg. Da sammeln wir mehr Informationen, aber so schnell wie möglich. Dann machen wir das so. Ihr versucht, ins Lager einzudringen. Und in das Haus des Doktors einzudringen im Lager, sobald er wieder aus dem Haus raus ist am besten oder wie auch immer. So unauffällig wie möglich, vielleicht trotzdem mit einer Tarnung, dass ihr nicht sofort auffallt. Also mit ein paar Lumpen und ein bisschen Dreck im Gesicht werden die meisten euch jetzt erstmal nicht sofort erkennen. Also um in das Haus einzudringen, müssen wir trotzdem möglichst unauffällig sein. Also daran steht kein Zweifel, aber ich will mich nicht stundenlang im Lager rumdrücken, deswegen. Und ich werde versuchen, im Militär letztendlich ein Bewusstsein für die Gefahr zu erzeugen und eventuell auch Maßnahmen, dass zumindest die Wallanlagen durchsucht werden und so weiter. Er lässt sich nochmal genau beschreiben. Also das Haus müsste trotzdem irgendjemand beobachten, idealerweise. Weil wenn da noch mehr irgendwo abgefüllt und irgendwo hingebracht wird, sollte man schon wissen, wohin und so. Außerdem gehen offenbar irgendwelche Assistenten da ein und aus. Also zumindest die sollte man dann auch einsammeln. Machen. Also wenn wir den Ring sprengen wollen, dann müssen wir auch die mit einkaufen. Ich glaube nur, dass wenn es in mehrere Kultisten gibt in dem Lager, dann sollten möglichst viele von euch da sein, falls es zu kämpferischen Auseinandersetzungen kommen sollte. Also die das Kultisten, ich auch so, aber habt ihr nicht irgendwelche Kumpels hier, die nochmal das Haus beobachten können? Oder doch, das müssen ja das, nicht mehr machen. Da muss ich nicht mal einen Kumpel, da nimmt man einfach irgendeinen Knecht oder einen Hilfsarbeiter, der gerade nichts zu tun hat und auch nicht weiß, warum er das tut, sondern einfach nur Leute beobachten soll. Das ist die beste Methode, je weniger die wissen, desto besser, sondern einfach nur hab ein Auge. Das kriegen wir hin, da suche ich mir am Hafen jemanden. Gut. Ich kenne da jemanden am Hafen. Genau, ich kenne da jemanden am Hafen. Stimmt, du kennst ja jemanden am Hafen. Weil wir haben die ja quasi verarscht. Bisschen. Naja, nie mehr oder weniger so beauftragt, ne? Ja, stimmt. Und die wissen auch, wo wir wohnen. Ja. Ihr habt gesagt, wo ihr wohnt, genau. Ja. Okay, dann haben wir einen Plan. Dann versuche ich euch noch ein paar Lumpen zu besorgen, damit ihr euch verkleiden könnt. Und dann bewege ich mich in Richtung Militär. Er lässt sich nochmal beschreiben, in welchem Kasematteneingang, Caprice, du das beobachtet hast, damit er einfach
weiß, wo man schon mal anfangen kann, auch von dem Zeit her, die der junge Mann da drin verbracht hat. Geht dann. Er kommt 20 Minuten später wieder und hat ein Bündel mit irgendwie alten Klamotten und Lumpen dabei, die ihr gut auch, also sie sind alle etwas größer angelegt, damit ihr die ohne Probleme auch über eure normale Kleidung ziehen könnt. Und den Rest überlasse ich euch. Ich habe jemanden beauftragt, der das Haus beobachtet und regelmäßig mir Bericht erstatten wird. Ansonsten, ihr werdet, wenn das Tor zu sein sollte heute Nacht, durch das Haupttor nicht mehr reinkommen. Es gibt aber das muss ich gerade überlegen, am Osttor gibt es eine Möglichkeit, da kenne ich jemanden von den Wachen, der heute Dienst hat. Wenn ihr da auf mich verweist, solltet ihr reinkommen. Ja, die Wache heißt Konrad. Fragt nach Konrad. Okay. Wenn wir jetzt verkleidet in dieses Lager gehen, schnappen wir uns den Doktor und befragen ihn? Oder was ist unser Plan eigentlich im Lager? So viel wie möglich herausfinden über den Anschlag. Eventuell erstmal Leute belauschen, ohne gleich irgendwie zuzuschlagen, weil das in der Regel dazu führt, dass eventuell eben höhere Personen oder sowas ja verschwinden oder nicht mehr greifbar sind. Also wenn ihr eine Möglichkeit habt, mehr über auch Imago herauszufinden, dann tut das. Und deswegen, also ja, ich vertraue euch da, ihr habt ja schon sehr viel herausgefunden, aber also nicht mit rauchenden Pistolen sozusagen in das Lager einfallen. Erstmal unter die Menge mischen und horchen und ein bisschen rumschleichen. Ihr findet ja relativ schnell raus, also ihr seid ja alle klug, ihr findet ja relativ schnell heraus, wie auch die Stimmung in dem Lager ist und ob es da eben so etwas wie einen Bund gibt an Leuten, die irgendwas tun, ob die alle dazugehören oder ob es nur ein paar sind und so weiter. Also das werdet ihr relativ schnell merken. Und der Doktor wird sicherlich vor dem Schließen der Stadttore wieder in die Stadt zurückkehren. Wenn er das nicht tun sollte, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass vermutlich heute Nacht irgendwas passiert. Weil er wird sicherlich nicht in der Stadt verweilen, wenn irgendwas geplant ist. Ja, und dann denke ich mal, dass wir ihm auch auf die Fresse hauen können. Und sie nickt Maximilian zu. Yes! Endlich mal auf die Fresse hauen. Und mit diesem schönen Schlusssatz machen wir für heute Schluss. Pünktlich um 22 Uhr, wie ich es versprochen habe. Yay! Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank an meine wunderbaren Mitspielenden. Wir haben einen Plan. Wir hören schon wieder mit einem Plan auf. Immer gut einen Plan zu haben, damit man dann den an der Realität zerschellen lassen kann das nächste Mal. Ja, wobei diesmal habe ich den auch aufgeschrieben, damit ich Anfang der nächsten Session nicht so bin. Hagen, was machen wir hier eigentlich? Wobei ich fand, dass ihr euren Plan vom letzten Mal heute sehr gut umgesetzt habt. Also das muss man wirklich jetzt mal sehr positiv lobend erwähnen. Ihr habt euch sehr genau an den Plan gehalten und der hat auch sehr gut funktioniert. Also ihr habt wahnsinnig viel rausgefunden und also ich fand es sehr schön und sehr unterhaltsam. Ich hoffe, euch ging es auch so. Unterhaltsam ja, war es auf jeden Fall. Ich bin erstaunt, dass nichts in die Luft geflogen ist bis jetzt. Also ich würde sagen, Jan und Sus können froh sein, dass wir zwei dabei sind und hier die ganzen Infos rausgeholt haben. Ich glaube auch. Ohne euch hätten wir das mit dem Kork nie gesehen. Der Kork. Niemals. Das wird noch eine Rolle spielen. Das ist der Schlüssel zu allem. Ja, ich glaube auch.
Also Kork ist wichtig, aber das ist ein ganz anderes Thema. So, jetzt erstmal ein Hallo nochmal an den ganzen Chat und schön, dass ihr noch da seid. Und ich hoffe, auch ihr hattet natürlich Spaß, auch wenn heute nichts gebrannt hat, explodiert ist und niemand verprügelt wurde. Ja, wir haben jetzt schon 2 Sessions Hexen hinter uns ohne Kampf. Das ist eher, 3 sogar. Das ist eher ungewöhnlich, zugegebenermaßen. Aber ich finde das bei dieser Runde und bei der Art und Weise, wie wir das spielen, einfach auch genau passend. Das gehört dazu. So. Dafür wird vielleicht beim nächsten Mal etwas mehr gekämpft. Aber das hängt ein bisschen von der Gruppe ab. Vielleicht hauen sie auch einfach gleich die Leute so um, dass gar nicht mehr gekämpft werden muss. Das kann man ja durchaus. Weil wir einfach so umwerfend sind. Ja, weil ihr einfach so. Nein, ihr seid ja wirklich umwerfend. Also ich habe es ja letztes und vorletztes Mal schon gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir uns die Zeit nehmen, das wirklich schön zu spielen und auszuspielen und eben nicht das Rushen, weil es genau so eine schönen Momente wie auch heute wieder ermöglicht. Und dafür Dankeschön an euch 4. Das ist sehr schön. Und natürlich auch an euch Zuschauer, dass ihr Spaß dran habt, hier und auf YouTube das anzuschauen. Deswegen auch an dieser Stelle schon mal ein kurzes Dankeschön an YouTube. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da und wir verabschieden uns von euch mal ganz kurz. Deswegen gehe ich jetzt auch ganz kurz in den Endscreen. Danke YouTube. Macht's gut und wie gesagt, lasst ein Like da und ein Abo und kommentiert auch gerne, wenn euch das gefällt. Ihr dürft auch kommentieren, wenn es euch nicht gefällt, aber ich gehe mal davon aus, das gefällt euch. Ne? Also, so. Macht's gut, YouTube. Tschüss.